Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zur heutigen Sitzung unseres Webinars, unserer internationalen Konferenz Dimension des Transgressiven im Friederike-Mayröckers Spätwerk. Wir haben heute einen weiteren spannenden Tag vor uns mit zahlreichen Vorträgen, wobei ich Ihnen leider gleich sagen muss, dass der letzte Vortrag wegfällt. Ich hatte gestern schon das Kommunikat Ihnen gegeben, dass der Vortrag von Frau Eleonore de Philippe leider nicht stattfindet, weil Frau de Philippe leider erkrankt ist. Nun habe ich in allerletzter Minute noch eine Nachricht erhalten von Herrn Christoph von der Universität Frankfurt, der wegen unglücklicher Umstände leider auch nicht heute dabei sein kann. Es tut mir sehr, sehr leid. Das bedeutet dann, dass wir direkt nach der Mittagspause mit meinem Referat weitermachen, das dann auch das letzte Referat der Konferenz sein wird. Für diese kurzfristigen Änderungen, denen ich leider nichts ändern kann, möchte ich mich herzlich entschuldigen. Und wir beginnen dann den heutigen Tag. Zunächst möchte ich Ihnen die Keynote des heutigen Tages vorstellen oder ankündigen und die Keynote-Sprecherin Ihnen kurz vorstellen. Ich freue mich sehr, dass wir für diese Keynote Frau Alexandra Strohmeier, Professor Strohmeier von der Universität Graz gewinnen konnten. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass Alexandra Strohmeier von ihren Forschung zu Mayröcker, den aktuellen Forschung zu Mayröcker sprechen wird. Denn sie ist eine Forscherin, die sich kontinuierlich mit dem Werk Mayröckers beschäftigt seit vielen, vielen Jahren. Ich möchte Ihnen ganz, ganz gerne kurz die allgemeinen Interessensschwerpunkte von Frau Strohmeier vorstellen und dann so ein bisschen die Richtung, in die auch das heutige Referat gehen wird, so ein bisschen da hineinleiten. Also Frau Strohmeier interessiert sich generell für Performativitätsforschung, für die epistemologischen Aspekte der Literatur, Raumkonzepte, Künste und auch Körperkonzepte. Also alles, was wirklich im ganz, ganz unmittelbaren Sinne und ganz, ganz weit gefasst eben auch mit Transgressionen verbunden ist. Zu Mayröcker hat sie eine große Anzahl von Texten veröffentlicht. Ganz besonders erwähnenswert ist die Monographie, die 2019 herausgekommen ist, also der Band 2019 unter dem Titel Logos, Leib und Tod, Studien zur Prosa Friederike Mayröckers. Aber bereits 2009 ist ein Sammelband herausgekommen zum Titel Buchstabendelirien zur Literatur Friederike Mayröckers. Und beide diese Veröffentlichungen sind sozusagen Meilensteine der Mayröcker-Forschung. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Einblick bekommen darin, wie die Forschung von Frau Alexandra Strohmeier zu Friederike Mayröcker weitergeführt werden und dass wir heute dabei sein dürfen. Ich möchte noch einmal den Titel des Vortrages Ihnen in Erinnerung rufen. Ontologische Transgression, also wir betreten nochmal eine ganz neue Dimension mit diesem Vortrag, Strategien und Strukturen der Verlebendigung im Werk Friederike Mayröckers. So, ich lade Sie herzlich ein und freue mich, dass wir nun mit Ihnen gemeinsam diesen Vortrag lauschen können. Bitte schön, Frau Strohmeier. Und Sie ganz herzlichen Dank nochmals, also für die überaus freundliche Vorstellung, für diese wirklich umsichtige Planung und vor allem auch, und das möchte ich gerade am Publikum nochmal ergänzend für dieses wirklich inspirierende Exposé, das für mich nochmals ganz neue Perspektiven auf Mayröcker eröffnet hat. Mhm. Der Titel meines Vortrags lautet, wie gesagt, ontologische Transgressionen, mhm. Strategien und Strukturen der Verlebendigung im Werk Friederike Mayröckers. Die immer wieder als magisch charakterisierten Texte Friederike Mayröckers inszenieren eine in der Realität unmögliche ontologische Transgression, den Umschlag von Dingen und Zeichen in Lebendiges. Das obsessive Zirkulieren der Texte Mayröckers und die Grenze des Daseins und die imaginäre Vorwegnahme der Überschreitung dieser Grenze in den Tod werden durch gegenläufige Szenarien der Verlebendigung von Leblosen konterkariert, insbesondere in jüngeren Texten. So erhalten etwa Gegenstände den Status von Lebendigem. Sie werden, wie es in Pathos und Schwalbe heißt,
durch die, Zitat, Empathie mit den Dingen, Zitat Ende, die das Ich den Objekten des Alltags entgegenbringt, mit humanen Attributen versehen. Diese Anthropomorphisierung wird in Pathos und Schwalbe nicht nur metaphorisch vollzogen, sondern auch selbstreferenziell kommentiert. Zitat, die Dinge nehmen menschliche Züge an, Zitat Ende. Im jüngsten Buch, in Deich morgens und Moosgrün, kommt diese Verlebendigung auch Elementen der anorganischen Natur zu. Der Animismus geht so weit, dass, Zitat, selbst die Steine weinten, Zitat Ende. Eine besondere Strategie der Verlebendigung in den Texten Mayröckers, auf die ich in meinem Vortrag fokussieren werde, betrifft die Verlebendigung von ikonischen und symbolischen Zeichen, von Bildern und Sprache. Bilder und Sprache werden gleichsam zu lebenden Körpern. Mit Blick auf Ovids Metamorphosen, die Mayröckers jüngsten Texten eingeschrieben sind, sowie auf Mayröckers eucharistische Metaphorik, lassen sich zwei latente Bezugsfiguren für diese Operation der Verlebendigung von Zeichen in den Texten Mayröckers ausmachen. Der mit Ovids Metamorphosen etablierte Pygmalion-Mythos sowie das im katholischen Ritus zentrale Dogma der Transsubstantiation. In dem einen Fall, bei Ovid, wird ein ikonisches Zeichen, die vom Bildhauer Pygmalion geschaffene Elfenbeinstatue, in lebendes Fleisch und Blut transformiert. Im anderen Fall, dem katholischen Ritual, sind es symbolische Zeichen der eucharistischen Elemente Brot und Wein, die in den Leib Christi verwandelt werden. In beiden Fällen wechseln die Zeichen den ontologischen Status. Sie werden zu dem, was sie bezeichnen. Dabei wird die Trennung von Symbol und Dinghaftigkeit, von Idealität und Realität, wie sie dem Paradigma der Repräsentation zugrunde liegt, durchkreuzt. Ovids Metamorphosen sind in beiden jüngsten Texten Mayröckers explizit eingeschrieben. In Pathos und Schwalbe erinnert sich das Ich etwa daran, dass, Zitat, Heinz Schafroth Ovid zu zitieren begann, dass mir die Träne erglühten wir bei den Strophen der Metamorphosen, Zitat Ende. In Deich morgens und Moosgrün evoziert das Ich die für Ovids Epos zentrale Formel omnia mutantur nihil interit, alles wandelt sich, nichts geht unter. Und das Ich assoziiert diese Vorstellung von der ewigen Metamorphose der Erscheinungen, die dem Tod entgegengehalten wird, mit dem antiken Dichter. Zitat, Haare und Zähne ausgefallen, früher waren wir Blumen, Ovid, vielleicht Naso. Zitat Ende. Das Theorem der Transsubstantiation wird metaphorisch aufgerufen. Mayröcker konfiguriert den poetischen Akt als eucharistisches Mahl. Das Sprachzeichen wird dabei gleichsam zum Leib im buchstäblichen Sinn. In und ich schüttel deinen Liebling identifiziert das Ich des Textes die schriftstellerische Praxis mit dem Ritual der Kommunion. Der Text kreist metapoetisch um, Zitat, das Allerblutigste, nicht wahr? Es war das Schreiben. Man kann es auch das Gottessen nennen, Zitat Ende. In Bates und Schwalbe wird der erste Teil dieser Textsequenz zitierend wiederholt. Das war das Allerblutigste, sage ich. Und das Ich imaginiert im Himmel die Hostien. An anderer Stelle heißt es, empfange eine Kommunion. Oder wiederum an anderer Stelle, schließlich kleine Hostie verschluckt. Analog dazu ist in Deich morgens und Moosgrün die Rede von meiner Eucharistie oder davon, dass es zum Weinen ist, zur Kommunion. Mayröcker verortet sich hier gleichsam in der Tradition einer Konzeption von Poesie als zelebriertem Sakrament, wie sie Wolfgang Braungart etwa in der Lyrik um 1900 an Rainer Maria Rilke, Stefan George, Paul Valéry oder Stéphane Mallarmé konturiert hat. Dabei kommt bei Mayröcker auch das Theorem der Transsubstantiation, wie es der katholischen Eucharistie-Theologie immanent ist, auf spezifische Weise zum Tragen. Die für das katholische Ritual zentrale Verlebendigung von symbolischen Zeichen
Die Verwandlung der eucharistischen Elemente in den Leib Christi manifestiert sich in den Texten Mayröckers, wie ich noch genauer zeigen werde, in einer Konzeption von Sprache als lebendiger, bewegter, auch blutender Körper. In Bartus und Schwalbe gibt sich das Ich, Zitat, huldigend dem Wundmal Poesie, Zitat Ende. Anknüpfend an dieses in Pathos und Schwalbe statuierte Objekt der Anbetung mutieren in Deich Morgens und Moosgrün die Buchstaben gleichsam zu Malen der Verwundung. Diese Wundmale indizieren dabei metonymisch den Leib Christi, den das Zeichen zu verkörpern evoziert. Zitat, jedes Wort ein einziges Wundmal, Zitat Ende. Beide Szenarien der Verwandlung, die sich als latente Bezugsfiguren für Mayröckers Verlebendigung von Zeichen ausmachen lassen, der Mythos um die lebendig gewordene Statue und das katholische Theorem der Transsubstantiation, haben ihren Ursprung im paganen Kultbild. Als das zentrale Kennzeichen des Kultbildes gilt, dass es das Transzendente zur Erscheinung bringt, dieses aber nicht repräsentiert, sondern materialisiert, verkörpert. Das Kultbild operiert auf der Grundlage einer Umstellung von Repräsentation auf Präsenz. Es scheint, dass Mayröckers spezifische Hinwendung zum Transzendenten, wie sie sich in den jüngsten Texten beobachten lässt, durch die lebendigen Bilder und Textkörper in der Tradition des Kultbilds und der Transsubstantiation autopoetisch reflektiert wird. In der Tradition des Kultbilds wie der Transsubstantiation vollziehen Mayröckers Texte eine Überschreitung hin zum Transzendenten, zeigen dabei aber gleichzeitig auf, dass dieses Transzendente der Materialisierung bedarf. Ein zweiter Aspekt, der mir in den beiden Bezugsfiguren von besonderer Relevanz erscheint, ist das Primat der Sprache, das sich an ihnen manifestiert. Sowohl die Verlebendigung des ikonischen Zeichens im Pygmalion-Mythos als auch die Verlebendigung des symbolischen Zeichens in der Transsubstantiation gründen auf der Wirkmächtigkeit der Sprache. Das zentrale semiotische Ereignis, das im Pygmalion-Mythos und der Transsubstantiation konfiguriert wird, der Umschlag des Zeichens in einen lebenden Körper, ist in beiden Fällen an das Potenzial der Rede, der dichterischen bzw. der liturgischen, gebunden. So wird die in den Metamorphosen von Orpheus erzählte Geschichte vom Bildhauer Pygmalion als Erzählung in der Erzählung dargeboten und das Potenzial der Dichtung dabei selbstreflexiv exponiert. Es ist nicht die bildhauerische Meisterschaft, durch die das Artefakt animiert wird, sondern es ist die Dichtung, durch die dieses Szenario einer in der realen Welt unmöglichen ontologischen Transgression fiktionale Wirklichkeit wird. Analoges gilt für die Transsubstantiation. Die Verwandlung der eucharistischen Symbole bedarf in der katholischen Liturgie der Artikulation der priesterlichen Konsekrationsworte. Diese erweisen sich, anders als im protestantischen Ritus, als Conditio sine qua non der Realpräsenz Christi. Ich möchte mich nun nach diesen einleitenden Bemerkungen zu den beiden latenten Bezugsfiguren für Mayröckers Verlebendigung der Zeichen den konkreten Strategien und Strukturen der Verlebendigung von ikonischen und symbolischen Zeichen in den Texten Mayröckers zuwenden. Zunächst fokussiere ich auf die für die Prosa Mayröckers charakteristische Verlebendigung von ikonischen Zeichen von Bildern. Dabei möchte ich mich zuerst allgemein der Verlebendigung von Bildern durch Dynamisierung der Bildobjekte zuwenden. In einem nächsten Schritt zeige ich zwei Strategien der Verlebendigung auf, die im Zuge der Inszenierung von Bewunderung, von Admiratio zum Einsatz kommen. Die Zuschreibung von Handlungsmacht an die Bilder sowie die Inszenierung von Belebung durch Bewunderung. Beide Strategien werden auch durch Metalepsen evoziert oder realisiert. Verfahren, durch die die ontologische Transgression zwischen Bild und fiktionaler Wirklichkeit performativ vollzogen wird. Im letzten Abschnitt dieses Teils präsentiere ich dann die Strategien der Verlebendigung durch Verkörperung. Lebendige Bilder. Zur Verlebendigung durch Dynamisierung der Bildobjekte des Abgebildeten. Mayröcker fokussiert in indirektem Rekurs auf die spezifisch dramatische Qualität des Tafelbildes,
wie es sich nach der Durchsetzung der Transsubstantiationslehre an der Schwelle zur modernen Kunst aus der mittelalterlichen Andachtskultur entwickelt, das Bild als Bühne. Sigrid Weigl charakterisiert das Bild im Übergang vom Kult zur Kunst als, Zitat, Bühne einer bewegten Szene, Zitat Ende. Während diese spezifisch performative Dimension im Medium des Bildes nur andeutungsweise durch den Einsatz antiker Pathosformeln realisiert werden kann, werden in Marekas Texten die Bilder in der fiktionalen Wirklichkeit tatsächlich zu bewegten Szenarien. So erfolgt in Pathos und Schwalbe etwa eine Dynamisierung von pflanzlichen Bildgegenständen durch Anthropomorphisierung. Blumen und Bäume als Bildgegenstände werden durch eine ihnen zugeschriebene Augenbewegung verlebendigt. In Pathos und Schwalbe erinnert es sich das Zitat, die rosa Blumen an der Wand der entweihten Kirche, die Augen aufschlugen, Zitat Ende. An anderer Stelle ist davon die Rede, dass auf einer Kunstkarte, Zitat, die gelben Blüten nämlich die Augen aufrissen, Zitat Ende. Eine Verlebendigung, die auch Assoziationen aufruft zu den zahlreichen Mensch-Pflanzen-Metamorphosen des Ovidschen Epos. Mit der spezifischen Dynamisierung der Bildobjekte rekurriert Marekka darüber hinaus auf das Paradigma von der Identität des Beweglichen mit dem Lebendigen, wie es sich nach Dirk Oschmann etwa um 1800 durchsetzt. Dabei wird bei Marekka auch die Dynamik bzw. Zeitlichkeit, die Lessing als Differenzkriterium der Dichtung dem Statischen der Malerei kontrastiert, auf das Medium der bildenden Kunst übertragen. In einer vor dem Hintergrund von Lessings Differenzierung nahezu paradoxalen Zuspitzung wird die Bewegung als spezifische Aktion der bildenden Kunst imaginiert, die es in der Literatur zu simulieren gilt. Zitat, ich möchte schreien, schreien wie die Gemälde des Francis Bacon schreien. Zitat Ende. Die Dynamisierung von Bildobjekten erfolgt in den Texten Marekkas nicht nur an Bildern, sondern auch an Fotografien. Dabei handelt es sich um ein Medium, das sich, wie die Bildtheorie hervorgehoben hat, durch eine spezifische Beziehung zum Lebendigen auszeichnet. Walter Benjamin nimmt in seinem berühmten Kunstwerkaufsatz an der Fotografie, insbesondere dem fotografischen Porträt, das Nachleben der Aura wahr, das dem religiösen Kultbild immanent ist. Der Bildtheoretiker Philippe Dubois etabliert den Begriff des Bildakts, um die, Zitat, unwiderstehliche, lebendige Kraft, Zitat Ende, als Spezifikum der Fotografie konzeptuell zu fassen. Diese der Fotografie zugeschriebene Qualität des Lebendigen wird in den Texten Marekkas durch Dynamisierung potenziert. In Pathos und Schwalbe etwa, Zitat, bewegt sich plötzlich mein Kopf auf dieser Fotografie auf Elis Silhouette zu, Zitat Ende. Eine analoge Bewegung erscheint in Deichmorgens und Moosgrün, als dass ich, Zitat, auf einem Foto sah, wie Marcel Bayer mit der Krähe sprach, wie der Schnabel des Vogels sich dem Auge des Dichters näherte. Zitat Ende. Dass diese Form der wundersamen Verlebendigung von Bildern in der Tradition des Kultbilds steht, wird an Inszenierungen manifest, in denen die Bilder zu bluten scheinen. Rekurriert wird dabei auf eine Bildtradition, die sich als Reaktion auf die Transsubstantiation im Spätmittelalter etablierte. Gleichsam als Reaktion und in Konkurrenz zu den wundersamen Bluthostien, die in zahlreichen Legenden seit dem 12. Jahrhundert die leibhaftige Anwesenheit des Herrn im Brot des Altarsakraments beglaubigen sollten, fingen, wie Hans Belting aufgezeigt hat, im Spätmittelalter die sakralen Bilder zu bluten an. Diese Tradition wird etwa aufgerufen, wenn das Ich in Pathos und Schwalbe fokussiert auf eine, Zitat, von Blut triefende ist glänzende Strähne von Blut oder Lack auf einem Bild von Franz Ringel, das deine Züge trägt, Zitat Ende. Dass diese Verlebendigung des Bildes in der Tradition der religiösen Bildgeschichte situiert ist, wird in Deichmorgens und Moosgrün auch dadurch indiziert, dass ein spezifisches Bildgenre explizit herausgestellt wird. Die Ikone. In Fleur
wird das Bluten als spezifische Funktion des Andachtsbildes ausgewiesen, das als solches das Modell abgibt für den poetischen Akt. Zitat, da reiße ich mir die Brust auf, dass ich blute wie Mohnblume, weißt du, wie Andachtsbild. Zitat Ende. Ich komme zur nächsten Strategie. Zur Verlebendigung als Inszenierung von Admiratio, von Bewunderung. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass Admiratio in der Antike als passive Funktion verstanden wird, als Aufnahme eines Bildeindrucks, während Bewunderung im 18. Jahrhundert zu einem aktiven Vermögen wird, zu einer Praxis der Kunstrezipienten, die Bilder durch Bewunderung zu beleben. In der Antike wird Pygmalion in seiner Bewunderung für das von ihm geschaffene Artefakt zum passiven Objekt seiner Schöpfung. Die Statue bemächtigt sich seiner mit der von ihr ausgehenden Kraft. In diesem antiken Sinn der Admiratio heißt es in der Pygmalion-Übersetzung von Michael von Albrecht, Zitat, Pygmalion stets bewundernd davor vor seiner Statue und gierig dringt seine Brust das Feuer in sich hinein, das vom Standsbild ausgeht, Zitat Ende. Die in der modernen Kunsttheorie den Bildern zugeschriebene Wirkungsmacht, durch die Werke der bildenden Kunst als Akteure in Erscheinung treten, steht, so scheint es, in dieser Tradition der antiken Admiratio. Im 18. Jahrhundert wird Admiratio, wie gesagt, zu einem aktiven Vermögen des Kunstrezipienten. Dabei wird das Kunstwerk durch Bewunderung belebt. Man spricht in Anlehnung an Winckelmann vom pygmalionischen Betrachter. Der Rezipient belebt das Kunstwerk mit seiner imaginativen Kraft. Die entsprechende Stelle der Pygmalion-Episode wird im 18. Jahrhundert von Klopstock denn auch folgendermaßen übersetzt. Pygmalion ist, Zitat, der Bewunderung voll, von der Liebe entflammt zum Standsbild. Zitat Ende. Beide Formen der Admiratio finden sich in den Texten Mayröckers. Jene, die von einer den Bildern zugestandenen Kraft ausgeht und jene, die das Bild durch Bewunderung belebt. Die Inszenierung dieser beiden Formen der Admiratio kulminiert in Stellen, die die Verlebendigung des Bildes als Metalepse imaginieren oder realisieren. Die Metalepse lässt sich dabei als ein Verfahren charakterisieren, durch das die Grenze zwischen ontologisch distinkten Welten überschritten wird, wo Bildobjekte gleichsam aus dem Bild heraustreten in den Raum des wahrnehmenden Subjekts oder umgekehrt das Subjekt und seine Wirklichkeit in den Bildraum eindringen. Die Admiratio im antiken Sinn, die darin besteht, sich der Wirkungsmacht des Bildes auszusetzen, kommt in den Texten Mayröckers dort ins Spiel, wo die Bilder gleichsam als agierende Instanzen handeln und das betrachtende Ich affizieren. Die literarisch inszenierten Bilder exponieren dabei das, was Sibylle Krämer in ihrer performativitätstheoretischen Konzeption des Bildes vom Widerfahrenscharakter des Bildes sprechen lässt. In Da ich morgens und moosgrün erfährt das Ich etwa eine leibliche Erschütterung durch die von einem Bild ausgehende Wirkungsmacht. Zitat, in den Traumprotokollen des Alexander Wies stoße ich auf ein Bild von Granville, das Tier im Mond, welches mich erzittern lässt. Zitat Ende. Im selben Text übt Arnulf Reiners Rückenkratzen eine ähnliche Wirkung auf das Ich aus, wie das Artefakt auf den antiken Pygmalion. Eine Analogie, wie sie durch die Flammenmetaphorik evoziert wird. Zitat, da hat es gefeuert, Arnulf Reiners Rückenkratzen, rote Krallen. Zitat Ende. Eine Steigerung dieser Potenz des Bildes wird an anderer Stelle, und hier komme ich zum Verfahren der Metalepse, dadurch realisiert, dass die vom Bild ausgehende metaphorisch als Feuer konfigurierte Kraft in der Imagination den Bildraum verlässt und in die fiktionale Wirklichkeit der Schreibenden eindringt. Das ist dann der Fall, wenn für das Ich, Zitat,
die Flamme aus der Leinwand schießt. Zitat Ende. Wie es im Titel eines bekannten Mayröcker-Textes zur bildenden Kunst heißt. Hier wird die imaginierte Verlebendigung des Bildes als ontologische Transgression durch die Metalepse evoziert. Die Verlebendigung des Bildes wird als Aktion vorgestellt, durch die das Ikonische des Bildraums gleichsam in die Wirklichkeit des Ich einfällt. Diese hier als Metalepse inszenierte Wirkmächtigkeit des Visuellen ist es im Übrigen, die Beate Sommerfeld auch als Katalysator für, Zitat, Faltungen inspirierten Sprechens, Zitat Ende, in der Literatur Mayröckers ausmacht. In Pathos und Schwalbe wird die als Metalepse imaginierte Transgression, die Invasion des Bildraums in die Dimension der fiktionalen Welt, als spezifische Qualität des Bildes evoziert, die es durch eine gleichsam ikonische Annäherung an das Bild in der Schrift zu realisieren gilt. Die jüngsten Prosa-Bücher Mayröckers nähern sich dem Ikonischen ja durch eine eigentümliche Schriftbildlichkeit an. Dabei geht es, wie ein metapoetischer Kommentar suggeriert, darum, die dem Visuellen zugeschriebene performative Kraft im Medium der Schrift zu simulieren. Diese Kraft wird metapoetisch abermals als eine ontologische Transgression evoziert. Der Bildraum drängt gleichsam in die Welt der Wahrnehmenden. Zitat. Deine Frage nach der Figur dieses Schriftbildes beantworte ich, damit es besser hineinflutete in die Aufmerksamkeit des Lesenden. Dass es wie ein Gemälde überflute den Leser. Zitat Ende. Durch die Simulation der vom ikonischen Zeichen ausgehenden Kraft im Sinne der antiken Admiratio erfährt, so der metapoetische Kommentar, auch das sprachliche Zeichen, das sich dem Ikonischen auf materialer Ebene annähert, eine Verlebendigung. Die Admiratio im modernen Sinn als aktives Vermögen, das das Bild durch Bewunderung belebt, wird in Pathos und Schwalbe explizit als eine Haltung des Ich gegenüber den Bildern ausgewiesen. Sie wird in ihrer Intensität mit der Praxis der Ikonolatrie, der Bildanbetung, wie sie dem Kultbild zukommt, analogisiert. Zitat, versank in meinem Traum in der Anbetung eines heiligen Bildes. Zitat Ende. Die verlebendigende Wirkung dieser Admiratio wird abermals durch die Strategie der Metalepse akzentuiert. Das Ich äußert wiederholt seine Bewunderung für den, Zitat, dicken Fisch und die rosa Blumen an der Wand der entweihten Kirche von Krems, Zitat Ende. Der Bildgegenstand dieser Fresken wird dabei im Sinne der modernen Admiratio durch Bewunderung derart animiert, dass das ikonische Zeichen zu dem von ihm Bezeichneten mutiert und vom Ich, das die Grenzen zum Bildraum überschreitet, einverleibt wird. Zitat, und aß von dem Fisch an der Wand der entweihten Kirche. Und der Fisch war bekömmlich. Zitat Ende. Wird die Admiratio im antiken Sinn als Wirkungsmacht, die von den Bildern ausgeht, durch eine Metalepse inszeniert, durch die Bildelemente aus dem Bildraum in die fiktionale Wirklichkeit des Ich eindringen, so wird die Admiratio als aktives Vermögen durch eine umgekehrte Transgression inszeniert. Das Ich greift sozusagen leibhaftig in den Bildraum ein. Eine analoge Richtung der Überschreitung liegt vor, wenn das Ich durch Empathie die Bildobjekte belebt und sich ihrer in einer imaginären metaleptischen Transgression annimmt. Mayröcker inszeniert dabei die Bedeutung, die in der psychologischen Kunsttheorie der Einfühlung als Faktor der Kunstrezeption zukommt. Diese Einfühlung scheint, wie Studien Sigrid Weigels nahelegen, ihren Ursprung in den szenischen Andachtsbildern zu haben, die sich im Übergang vom Kult zur Kunst um 1300 ausbilden. Diese Bilder erfahren aufgrund ihrer dramatischen Dimension eine affektive Aufladung, indem die Bildgegenstände zu Objekten des Mitgefühls werden. In Pathos und Schwalbe bewirkt die Empathie des Ich, die es einem Vogel auf einer Kunstkarte entgegenbringt, nicht nur die imaginäre Verlebendigung dieses ikonischen Zeichens
sondern gleichsam als Konsequenz auch entsprechende Handlungen, die das Ich für das verlebendigte Objekt zu setzen gedenkt. Zitat. Indes, das Füßchen am anbrechenden Morgen, auf einer Kunstkarte, auf einem Ästchen, auf einem Vogelbergzweig, ich meine schaukelte, Füßchen im angeschneiten Ästchen verkrallt, weißt du, nämlich im Schneetreiben, Fink oder Meise, Rotkehlchen, möchte im Mützchen, möchte im Mäntelchen schneidern, dass es nicht mehr friere, fröre. Oder das Panoramafenster, einen Spalt kippen, dass es die Zimmerwärme, Zitat Ende. Imaginiert wird hier abermals eine in der realen Welt unmögliche ontologische Transgression, wenn das Ich die Grenze zwischen fiktionaler Wirklichkeit und Bildraum zu öffnen sucht und eine Art Osmose zwischen beiden Dimensionen anstrebt. Ich komme zur letzten Strategie der Verlebendigung von Bildern, zur Verlebendigung durch Verkörperung. Das Ich verlebendigt die Bilder dabei gleichsam durch identifikatorische Aneignung. Es imaginiert seine Verwandlung in die Bildobjekte und ahmt die Bilder sozusagen am bzw. mit dem eigenen Körper nach. Die Bilder werden gleichsam zu Tableau vivants. In Analogie zu den Mensch-Vogel-Metamorphosen, die in Ovids Epos die bei weitem häufigste Form der Verwandlung darstellen, verwandelt sich das Ich in Pathos und Schwalbe etwa in Max Ernst Vogel Obren Hornebon oder auch Lop-Lop genannt, eine anthropomorphe Figur, die der Künstler in autobiografischen Texten und Werken der bildenden Kunst unter anderem als sein alter Ego inszenierte. Das Ich setzt sich mit ihm gleich. Also bin ich eine umherziehende Horde oder Chimäre, der Vogel Lop, Lop. Zitat Ende. Ich komme nun zur zweiten Art der Verlebendigung von Zeichen, der Verlebendigung von symbolischen Zeichen. Als Bezugsfigur erscheint hier, wie gesagt, die religiöse Denkfigur der Transsubstantiation. Lebendige Textkörper. In der Transsubstantiation, die im 13. Jahrhundert das Erbe des zunächst verworfenen, dann aber rehabilitierten Kultbildes antritt, vollzieht sich, wie gesagt, eine dem Kultbild analoge ontologische Transgression. Der Umschlag des Zeichens in das Bezeichnete. Von Signum in Res, Wort in Fleisch. Das Zeichen wechselt in der als Transsubstantiation gedachten Wandlung seinen ontologischen Status. Es wird zu dem, worauf es verweist, dem Corpus Christi. Dabei wird die Transsubstantiation in der mittelalterlichen Scholastik als ein singuläres Geschehen gefasst. Mit Rekurs auf das aristotelische Konzept der Substanz wird die eucharistische Wandlung als ein Vorgang konzipiert, der das den Sinnen entzogene Wesen eines irdischen Seienden, des Brotes bzw. des Weines, in eine präexistente höhere Substanz, den Leib Christi, überführt, die Gestalt der irdischen Dinge, Brot und Wein dabei aber unverändert belässt. Die Zeichen wandeln sich in den Referenten, das sakrale Corpus Christi, sehen aber nach wie vor wie Zeichen aus. Dabei wird die Wandlung der eucharistischen Symbole, Brot und Wein in Fleisch und Blut Christi, die Mutation der Zeichen in einen realen Körper, nach theologischer Auffassung, wie gesagt, durch den Sprechakt der Konsekration bewirkt. Die Körperwerdung der Zeichen ist also an die Wirklichkeitsstiftung durch das Zeichen im priesterlichen Sprechakt gebunden. Inszeniert und realisiert wird im eucharistischen Ritual damit auch die Fleischwerdung des Wortes, wie sie im Prolog des Johannesevangeliums mit der Apotheose des göttlichen Logos und seiner schöpferischen Macht proklamiert wird. Die Formel von der Fleischwerdung des Wortes bezieht sich im Kontext der Eucharistie zum einen auf die Inkarnation des göttlichen Logos, den Eintritt des Göttlichen in die Immanenz, der sich im Akt der Transsubstantiation ja wiederholt. Die Transsubstantiation wiederholt die Fleischwerdung des Göttlichen und führt dabei die Inkarnation des Transzendenten, dessen Materialisierung als Bedingung seiner Möglichkeit vor. Zum anderen verweist die Formel von der Fleischwerdung des Wortes im Zusammenhang mit dem Wandlungsgeschehen aber auch auf die durch die priesterliche Sprechhandlung vollzogene Verwirklichung des Wortes und dessen konstitutive Kraft. Das Wort wird in dem und durch den Sprechakt der Konsekration
tatsächlich zum Fleisch. Die Transsubstantiation erweist sich dabei insbesondere für die aus der Krise der Repräsentation hervorgegangene Literatur der Moderne als produktive Bezugsfigur. Ihre Attraktivität für die Literatur der Moderne scheint dabei, wie ich an anderer Stelle aufgezeigt habe, daher zu rühren, dass die Transsubstantiation die rationalistische Logik der Repräsentation unterminiert, indem sie die für das Paradigma der Repräsentation kennzeichnende Trennung zwischen Zeichen und Dingen unterläuft. Das Zeichen wird zu dem, was es bezeichnet. Die semiotische Annäherung an das ontologische Ereignis der Transsubstantiation, an die Körperwerdung des Zeichens, erfolgt in der Literatur der Avantgarde etwa durch die Installation des Zeichens in seiner Körperlichkeit. Das Zeichen entledigt sich seiner referenziellen Funktion und wird um seiner selbst willen als pure Materialität inszeniert. Der metaphorische und metapoetische Rekurs auf die Transsubstantiation erlaubt dabei die Akzentuierung der Körperlichkeit der Zeichen und der Wirkmächtigkeit der Sprache. Und ich möchte Mayröcker jetzt kurz im literarischen Kontext situieren. So greift etwa auch der österreichische Dramatiker Werner Schwab, der Anfang der 90er Jahre zu einem der international meistgespielten Bühnenautoren avancierte, die zentrale semiotische Logik der Transsubstantiation auf. In der Tradition der Wiener Gruppe und der mit ihr assoziierten Schriftsteller profiliert Schwab die Transsubstantiation im Sinne der von ihm in Anspielung auf das Johannesevangelium anvisierten Zitat Theaterrettungsidee, Sprache in reines Menschenfleisch umzuwandeln und selbst natürlich umgekehrt. Zitat Ende. Die bei Schwab gleichsam buchstäbliche Fleischwerdung des Wortes durch artifizielle Eingriffe in den Wortkörper erweist sich dabei als Strategie im Zuge von Schwabs postdramatischer Dekonstruktion des Repräsentationsparadigmas, durch die das traditionelle Abbildungsverhältnis umgekehrt werden soll, zugunsten eines genealogischen Primats der Sprache. Es handelt sich hierbei um ein Projekt, das Schwab an anderer Stelle konsequent ebenfalls mit Anspielung auf den Prolog des Johannesevangeliums folgendermaßen fasst, Zitat, das Prinzip ist, erst ist die Sprache und dann der Mensch und nicht umgekehrt, Zitat Ende. Oder nach Johannes, im Anfang war das Wort. In Rekurs auf das ontologische Szenario der Transsubstantiation, bei der ein Symbol zum lebendigen Fleisch und Blut wird, mutiert auch bei Mayröcker der Text zum Textkörper im wörtlichen Sinn. Dabei wird die Verwandlung von Wort in Fleisch etwa durch die Mutation von Signifikanten vollzogen. So heißt es in Pathos und Schwalbe, Zitat, ich schlittere über der Makulatur auf dem Boden. Ich meine, ich schlitterte über der Muskulatur am Boden, Zitat Ende. Die als vermeintliche Makulatur verworfene tote Schrift wird durch eine Buchstabenbewegung verlebendigt, sozusagen in ein Organsystem transformiert, das metaphorisch und metonymisch für den Schriftkörper steht. Eine weitere Strategie der Verlebendigung des Textkörpers besteht in dessen Anthropomorphisierung durch Zuschreibung somatischer Eigenschaften. Die Verlebendigung des Textkörpers wird in Pathos und Schwalbe etwa dadurch akzentuiert, dass das Ich verweist auf, Zitat, das klopfende Herz des Textes, Zitat Ende, oder auf die, Zitat, augenaufschlagenden Worte, Sätze, Zitat Ende. Wie auch bei Schwab geht es bei dieser Körperwerdung der Zeichen um die metaphorische Akzentuierung der Materialität der Sprache in der Tradition der Avantgarde. So heißt es in Pathos und Schwalbe, Zitat, der Inhalt ist nichts, der Sprachkörper alles, Zitat Ende. Die religiöse Genealogie dieser Operation der Verlebendigung von Zeichen wird in der Prosa Mayröckers etwa dadurch indiziert, dass der Schriftkörper metaphorisch mit dem Leib Christi analogisiert wird. Dabei werden auch Assoziationen zu den wundersamen Bluthostien aufgerufen, die entsprechenden Vorstellungen spätmittelalterlicher Volksfrömmigkeit, die Realpräsenz Christi in der konsekrierten Hostie in dem verlebendigten Symbol bezeugen sollen. In Referenz auf den in der konsekrierten Hostie gegenwärtigen Leib des Herrn, das Corpus Christi Sacramentale, beobachtet das Ich in Brüt, Zitat, das sei etwas noch offen, unversorgt am Corpus dieser Schrift, etwas blute noch, zeige Wundmale, sei nicht verheilt, Zitat Ende. Dem entspricht die bereits
zitierte Vorstellung vom Zitat Wundmal Poesie, Zitat Ende, in Pathos und Schwalbe, sowie die evozierte Transformation der Zeichen in Deichmorgens und Moosgrün, Zitat, jedes Wort ein einziges Wundmal, Zitat Ende. Marekos Funktionalisierung der Transsubstantiation konvergiert dabei etwa auch mit Ernst Jandls Operationalisierung der religiösen Denkfigur in seinem prominenten Gedicht Fortschreitende Freude. Mit seiner berühmten Transformation des Prologs des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort Hund, das Wort war bei Gott, Hund Gott war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, stellt Jandls Gedicht nicht nur, wie etwa Renate Kühn argumentiert, eine Kritik am abendländischen Logozentrismus dar. Es präsentiert auch, wie etwa Katja Stuckertz aufgezeigt hat, Zitat, eine performative Aufführung dessen, wovon der Bibeltext berichtet, der Fleischwerdung des Wortes, Zitat Ende. Auf materieller Ebene erfolgt es durch die konkreten Eingriffe am Wort Körper. Die sich in der Transsubstantiation vollziehende Verlebendigung des Zeichens, dessen Fleischwerdung wird durch die und in der Lektüre bzw. der oralen Performance des Gedichts dann konkret realisiert. Im Zuge der von Mayröcke in ihren jüngsten Texten zunehmend fokussierten Schriftbildlichkeit wird die Körperwerdung der Zeichen insbesondere auf ikonischer Ebene manifest, durch deren spezifische materielle Gestaltung und Anordnung auf der Buchseite. Der Text tritt in seiner spezifischen materiellen Gestalt als Textkörper hervor. Akzentuiert wird diese Materialität durch die zusätzliche Integration von Handzeichnungen der Autorin, mit denen sich auch der Körper der Autorin in den Textkörper eingetragen hat. Die Akzentuierung der Materialität des Schriftkörpers, wie sie durch die Piktogramme erfolgt, wird durch deren Verlebendigung potenziert. In der Tradition der Transsubstantiation mutieren die Schriftzeichen gleichsam zu einem lebendigen Körper. So überträgt das Ich ein Zeichen aus einem Brief und imaginiert dessen Körperwerdung. Zitat, am Ende der ersten Seite hast du ein Zeichen gesetzt. Sieht aus wie ein Augenpaar mit strenger Nase und scheint die Aufforderung, bitte wenden, zu flüstern. Zitat Ende. Die Wirkmächtigkeit dieser Verlebendigung wird auf einer anderen Seite gleichsam an Ort und Stelle demonstriert, wenn in der variierenden Wiederholung dieser Zeichensequenz die vom Piktogramm ausgehende Aufforderung mit der Handbewegung der Lesenden zusammenfällt. Ja. Operieren Schwab und Jandl in der Tradition der religiösen Denkfigur der Ontologisierung der Zeichen mit Eingriffen in den Wortkörper, um dessen Leibhaftigkeit zu evozieren, so lässt sich bei Mayröcker neben metaphorischen Strategien der Körperwerdung der Zeichen die metapoetische Inszenierung von Schreibakten ausmachen, in denen die Wandlung der Zeichen in Referenten evoziert wird. So reflektiert das Ich in der zweiten Strophe eines Gedichts, das die signifikante Wendung wesentliche Verwandlung im Titel trägt, nicht nur die Wandlung der Jahreszeiten, von dem in der Anfangsstrophe thematisierten Sommer zum Winter, sondern auch die Wandlung der Schriftzeichen. Jetzt, Ende Februar, die Bäume beladen vom nächtlichen Schneefall, gibt es keine Gebüsche, keinen Tollkirschenwuchs. Eine wässrige, große Flocke landet auf meinem Notizblatt und lässt das eben niedergeschriebene Wort Tränenspur bläulich zerfließen. In der geschilderten Schreibszene wird durch Intervention der Wirklichkeit das Zeichen, die Tränenspur, sozusagen zu dem von ihm bezeichneten, das Signum zu res, wobei sich dieser ontologische Umschlag typografisch am spezifischen Schriftbild des Zeichenkörpers Tränenspur gleichsam materialisiert. Wird hier auf die Tränen als Ingredienz des Schreibakts lediglich verwiesen, so fungieren sie in den jüngsten Büchern neben dem Blut gleichsam als Schreibflüssigkeit, durch die das Ich seinen Körper in den Textkörper einzuschreiben sucht. Die Aufhebung der Grenze zwischen Text und Körper, die sich hier vollzieht, steht im Dienste einer Verlebendigung der Schrift.
Die Texte präsentieren sich, wie es in Pathos und Schwalbe heißt, als, Zitat, Insignien der Tränen, Zitat Ende. Als Texte, deren Zeichen auch mit der Körperflüssigkeit geschrieben sind. Denn Tränen als Schreibflüssigkeit inheriert dabei gleichsam performatives Potenzial. In der Logik der Transsubstantiation vermögen sie sich in Referenten zu verwandeln. Zitat, halboffener Satz oder Leib. Tränen, sagst du, kollern aufs Papier, werden Äpfelchen, Strophen, Zitat inne. Die Körperflüssigkeit mutiert zur Schreibflüssigkeit, die in einem ontologischen Sprung nicht nur Zeichen, sondern gleichsam Sachen generiert. Es ist diese magische Kraft der Zeichen, um die Mayröckers ontologische Transgressionen kreisen. Ich komme zum Schluss. Mayröckers Zirkulieren um den Tod wird gerade in ihren jüngsten Texten die Verlebendigung der Zeichen entgegengehalten. Die Inszenierung der Verlebendigung von Bildern und Symbolen rekurriert dabei nicht nur auf die semiotische Logik des Kultbilds und der Transsubstantiation mit ihrer Umstellung von Repräsentation auf Präsenz, ihrer Mutation des Zeichens in den Referenten und damit auf das performative Potenzial der Zeichen in ihrer Materialität. Die lebendigen Bilder und Textkörper referieren auch auf das dem Kultbild und der Transsubstantiation eigentümliche, paradoxale Zusammenspiel von Transzendenz und als immanent Spiritualität und als Materialität. Das sakrale Bild und das sakramentale Leib realisieren ja das Gegenwärtigwerden des Transzendenten, führen dabei aber auch die Materialisierung als Bedingung seiner Möglichkeit vor Augen. In diesem Sinn lässt sich die Serie Verlebendigter Zeichen auch als autopoetische Referenz auf die in den jüngsten Texten Mayröckers zu beobachtende Hinwendung zum Numinosen und seiner spezifischen Erscheinungsweise lesen. Bei aller Überschreitung hin zum Transzendenten, die die jüngsten Texte kennzeichnet, lassen diese nämlich keinen Zweifel daran, dass das Transzendente an die Materialität gebunden ist. Das Numinose, so inszenieren die Texte, entfaltet sich nur in seiner materiellen Verkörperung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Strohmeier, für dieses sehr, sehr wunderbare Referat, das wir gerade von Ihnen hören durften. Für dieses unglaublich reiche Referat auch, aspektreiche Thema, das Sie uns aufgeschlossen haben, die ontologischen Dimensionen der Transgression von Mayröckers Texten. Ich möchte Sie herzlich jetzt zur Diskussion einladen, erinnere noch einmal kurz daran. Die Experten können sich einfach über die Handhochfunktion hier an der Diskussion beteiligen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen im Raum können das auch tun. Sie werden dann aber allerdings einen Augenblick warten müssen, bis Sie von unserer Technik das Wort erteilt bekommen. Sie dürfen aber sehr gerne auch die Frage- und Antwortfunktion aktivieren und nutzen, um Ihre Fragen da hineinzuschreiben. Und sie werden dann hier von uns weitergegeben und beantwortet. Ja, wir haben die erste Frage von Frau Professor Barbara Thums. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Strohmeier. Das war ein ganz, ganz wunderbarer Vortrag. Was ich so toll gefunden habe und was man vielleicht noch viel, viel stärker tun sollte, was Sie getan haben, deswegen fand ich es so toll, so wollte ich sagen, nämlich in die Tradition zu gehen und quasi von der Antike über das 18. Jahrhundert in die ästhetischen Konzepte zu gucken und zu schauen, wie damit in Mayröckers Texten auch gearbeitet wird. Also ich fand es total produktiv, auch mal ins 18. Jahrhundert zu gucken und zu schauen, welche ästhetischen Konzepte da anschließbar sind, die ja ihrerseits auf die Antike rekurrieren. Das haben Sie ja gezeigt. Und Sie haben jetzt am Schluss auf diese Tränensprache noch Bezug genommen. Und auch da, denke ich, wäre es durchaus interessant, wenn man
noch in die Tradition noch mal einsteigt. Also ich habe mich mit der Tränensprache bei Katharina Regina von Greifenberg mal beschäftigt. Und da sind ja diese ontologischen Problemstellungen, die Sie skizziert haben, ja im Kontext des Mystischen ja eben auch vorhanden. Und da ist es eben auch super spannend. Und auch da könnte man gewissermaßen so eine ähnliche Linie ziehen, wie Sie es an anderer Stelle gezogen haben mit der Verlebendigung. Und auch da gibt es eine Tradition, die ins 18. Jahrhundert hineinwirkt und die das dann nochmal anders fasst mit der Tränensprache in der Empfindsamkeit, sodass man, wenn man jetzt nochmal gucken würde, wie Mayröcker das aneignet, auch noch diese ganze Affektrhetorik noch wunderbar zeigen könnte. Also ist jetzt nur so sozusagen noch mal eine Spur, die eigentlich bestätigt, wenn Sie noch mehr Zeit gehabt hätten, hätte das wunderbar sich auch noch sozusagen gefügt und wäre aber von der Strategie her eben das, was Sie auch gemacht haben, an anderen Systemstellen. Fände ich ganz prima. Danke. Ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Ich werde versuchen, das für die schriftliche Ausarbeitung des Beitrags zu berücksichtigen. Ich habe an anderer Stelle diese Publikation von Ihnen schon darf ich nochmal fragen, ist das in Ihrer Monographie? Haben Sie das in... Nö, das... Nee, das war mal... man weiß es immer selber nicht mehr. Ich werde es recherchieren. Das war mal eine Greifenberg-Tagung. In dem Rahmen habe ich das gemacht. Ja. In Zürich hat es stattgefunden. Mhm. Ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Natürlich auch auf die Empfindsamkeit. Das ist sicher lohnenswert, dem nochmal nachzugehen. Und da auch nochmal vielleicht dann tatsächlich noch auf die Antike zu rekurrieren, mache ich sehr gerne und ich freue mich schon drauf und auch auf die Lektüre der Publikation. Danke. Ja, wir haben eine Frage, die uns hier hinterlassen wurde von Sandra Makiewicz und ich lese sie dann gerne vor. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Die Frage, kann die Wandlungsfähigkeit der Dinger hin zum Lebendigen bei Mayröcker auf eine grundsätzliche Konversivität der Zeichen hinweisen, nach dem Muster religiöser Konversion, aber stetig und profan? Ja, das würde ich, ist wunderschön zusammengefasst. Ich kann da nur Ja sagen als Antwort. Würde ich auch so sehen, ja. Mhm. Ja, gut, haben wir weitere Fragen hier aus unserem Kreise? Ich schaue gerade nochmal. Sicherheit, ja. Frau Professor Inge Artiel, bitteschön. Ja, vielen Dank, Alexandra, für diesen sehr, sehr reichhaltigen und inspirierenden Vortrag. Ich habe nicht wirklich Fragen, sondern es sind mir so noch Gedanken oder Assoziationen gekommen. Zum Beispiel die Figur des Engels, der ja auch oft auftaucht, könnte damit, denke ich, also diese Schwellenfigur, die... Ja, die Engel materialisieren sich auch bei Mayröcker. Das ist auch, passt irgendwie auch sehr, sehr schön dazu. Und ich dachte auch an Schatten. Ich erinnere mich vage an Stellen, wo Figuren auf Bildern zum Beispiel Schatten bekommen in ihrer Beschreibung. Und diese, ja, Schatten, ein Mensch muss einen Schatten haben, um als lebendiger Mensch zu gelten. Und da, also dieses, ja, dieses, der Schatten als Indiz von Verlebendigung auch oder Menschwerdung, das zieht sich irgendwie auch durch ihre Schriften. Eine mögliche Frage wäre vielleicht, wo oder ob da auch die Ebene des Klangs, der Oralität der Stimme und auch von Klängen, ob das auch eine Rolle spielen könnte in Verlebendigungsstrategien. Mhm. Ich weiß nicht, das kommt mir jetzt einfach so spontan, dieser Gedanke. Ja, ganz herzlichen Dank für die beiden Anregungen. Ich habe sie mir notiert und ich greife sie sehr gerne auf im Beitrag und werde natürlich auch darauf verweisen. Was jetzt die Oralität anlangt, also auf jeden Fall ist das von Relevanz in der Verlebendigung der Texte durch die Autorin selbst in der Performance. Ne? Das schwingt ja auch zunehmend diese Gebrochenheit, die wir gestern auch besprochen hatten, eine Rolle. Da steht sozusagen der Körper fast in seiner, ja, ich würde sagen,
gewissen Authentizität für diese Lebendigkeit ein. Ne? Also das wäre vielleicht ein eigener Aufsatz. Aber in den schriftlichen Texten ist es natürlich beispielsweise bei Alliterationen nochmal vielleicht von Relevanz. Das könnte man sich auf jeden Fall anschauen. Also ganz herzlichen Dank auch für diese beiden Hinweise. Wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann würde mich noch etwas interessieren. Aha, Entschuldigung, Agnieszka Haas hat sich gerade eben zu Wort gemeldet. Bitte schön. Vielen Dank für Ihren sehr interessanten Vortrag. Ich hätte eine Frage in Bezug auf diesen Oberbegriff in Ihrem Vortrag, und zwar Verlebendigung. Gibt es psychoanalytische Ansätze zu dieser Thematik, also zu der Thematik, die Mayröcker in ihrem Werk berührt, in der Lyrik oder in der Prosa, die eben psychoanalytisch an dieses Thema herangehen? Das wäre meine Frage. Also inwieweit verbindet sich dieses Thema Verlebendigung auch mit der Psychoanalyse? Oder ob es überhaupt möglich wäre, eben in diese Richtung zu gehen, in Bezug auf Mayröcker? Finde ich eine interessante und spannende Frage. Muss ich gestehen, kann ich nicht beantworten. Also ich könnte mal spekulieren, es wäre vielleicht also bei Freuds Aufsatz zu E.T. Hoffmanns Der Sandmann, wo das ja auch im Primärtext eine Rolle spielt, könnte unter Umständen das erwähnt werden. Ich habe den Text vor einigen Jahren das letzte Mal gelesen, aber dem könnte man noch nachgehen. Ja, haben Sie vielen Dank, aber ich muss gestehen, ich kann Ihnen keine Antwort liefern. Verlebendigung in der Psychoanalyse. Denn es gibt solche Beispiele bei Thomas Mann zum Beispiel. Also das ist ein klassisches Beispiel dafür, ja. wie Thomas Mann mit den Dingen umgeht. Mhm. Eben eine andere Bedeutung bekommen, je nachdem, wie man den Text liest. Ja? Mhm. Kann man auch psychoanalytisch sehen, analysieren. Ganz vielen Dank. Also ich werde mir den Freud nochmal anschauen, seine Relektüre des E.T. Hoffmann. Vielleicht gibt es da Spuren. Oder vielleicht gibt es unter den Expertinnen noch Forschungsschwerpunkte zur Psychoanalyse. Meine liegt schon etwas länger zurück. Also ich habe mich jetzt schon doch einige Jahre nicht mehr mit der Psychoanalyse beschäftigt. Aber dem ist es ist sicher lohnenswert, dem noch nachzugehen. Ja, vielen Dank. Ja, Frau Barbara Thoms hat sich nochmal zu Wort gemeldet mit einer weiteren Frage. Nee, gar nicht. Zur Psychoanalyse wollte ich keinen theoretischen Beitrag liefern, weil ich das jetzt auch nicht so auf dem Schirm habe, aber wie man vielleicht dem auf die Spur kommen könnte, das wäre, also wenn man jetzt so an Lacan denkt, der ja mit dem Gesetz des Vaters und der Schrift arbeitet, und wenn man da ausgeht von diesen vielen Familienkonstellationen, die in den Texten ja immer eine Rolle spielen, der Gang in die Kindheit und in das Mütterliche und das Väterliche, müsste man einfach nachschauen, ob das in unterschiedlicher Weise besetzt ist und ob man dann daraus was machen könnte. Also ja. Insofern man in gewisser Weise bei Ihren Texten alle Wege nach Rom führen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch da ein gangbarer Weg wäre. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde sehr gerne auch noch ganz kurz, weil das Thema mir auch persönlich sehr, sehr nahe steht, noch eine Frage stellen an Frau Strohmeier. Und zwar wäre das die Frage, spielt es Ihrer Meinung nach eine Rolle, welche Bilder verlebendigt werden, an welche Bilder Mayröcker rangeht? Es sind ja so eine ungeheure Spannbreite, archaische Kunst zum Beispiel. Dann die Aufgreifung des Surrealismus, der Umschreibung des Surrealismus, der archaischen Kunst. Dann gibt es ja Andachtsbilder, die haben Sie auch erwähnt. Oder eben moderne Kunst. Würden Sie sagen, dass es da eine Korrelierung gibt zwischen den ästhetischen Konzepten und eben diese Art von Kunst, um die es da geht? Also ich würde jetzt eher dazu tendieren, dass das eine Strategie ist, die unabhängig jetzt von der historischen Genealogie der Bilder von Relevanz ist. Also ich denke mal, nicht nur Andachtsbilder werden verlebendigt.
Vor allem, wenn ich an mein Herz, mein Zimmer, mein Name denke, dann ist es vor allem Francis Bacon, der eine große Rolle spielt, aber auch Max Ernst. Also hier haben wir schon mehrere Traditionen. Ich denke mal, es sind Bilder, und das musste ich aus Zeitgründen aussparen, aber es sind meistens Bilder, die an sich schon selbst eine Metalepse auf dem Wege des Ikonischen implizieren. Also bei Henri Matisse beispielsweise, das kommt in Brüt sehr häufig vor. Henri Matisse inszeniert ja selbst mit den Bildern eine Metalepse, indem beispielsweise die Tapete, und das kommt auch bei Bartels und Schwalbe vor, sozusagen in den Bildraum hineinflutet. Also das ist sozusagen eine Metalepse auf ikonischem Weg. Und das wird bei Mayröcker dann noch einmal dynamisiert, könnte man sagen. Ja, genau. Und diese Metalepse würde dann so eben korrelieren mit diesem Affektpotenzial der Bilder. Na, Sie haben Sigrid Weigel erwähnt, und Sigrid Weigel spricht ja eigentlich von so einer zweifachen Wirkung von Bildern. Also einmal dieses Unmittelbare, aber dann halt auch diese Latenzzeit, ne? Wenn die Bilder ins Innere des Subjekts eindringen und dann im Inneren arbeiten. Und würden Sie das auch bei Mayröcker so sehen, weil damit werden ja auch dann ganz unterschiedliche Textstrategien verbunden. Ne? Das stimmt. Ich habe es jetzt sozusagen eher auf die äußeren Bilder, also da habe ich fokussiert und das profiliert. Aber in der Tat, es gilt, diese Reziprozität nochmal herauszuarbeiten, auch diese imaginären internen Bilder, wenn Sie so möchten. Ne? Ich wollte sozusagen den roten Faden durch den Vortrag haben und habe gedacht, ich präpariere das mal so raus. Aber das wäre auch etwas, was es dann für die schriftliche Ausarbeitung noch zu berücksichtigen gelte. Vielen Dank. Dann schaue ich nochmal in unsere Runde und sehe keine weiteren Fragen. Und dann ist der Moment gekommen, mich nochmal ganz, ganz herzlich in unser aller Namen, denke ich, bei Alexandra Strohmeier bedanken für diesen sehr, sehr aufschlussreichen Vortrag für uns alle. Vielen Dank, Frau Strohmeier. Vielen Dank für die Diskussion. Und ich würde dann vorschlagen, wir gehen dann jetzt in eine kurze Pause, vielleicht auch 10 Minuten. Wir sind ein bisschen über die Zeit, dass wir uns dann um 21:45 wieder hier zusammen treffen. Bitte nicht ausloggen unterwegs, sondern um 21:45 machen wir uns dann halt wieder sichtbar und hörbar und hören den zweiten Vortrag des heutigen Tages. Vielen Dank. Sagen, wir führen unseren heutigen Sitzungstag weiter. Ich möchte nun sehr, sehr gerne unsere nächste Referentin, unsere nächste Vortragende begrüßen, sehr, sehr herzlich begrüßen und auch an dieser Stelle nochmal sagen, wie dankbar ich bin, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Frau Professor Barbara Thoms ist zu uns gekommen von der Johannes Gutenberg Universität zu Mainz. Und Frau Professor Thoms hat ein besonders weit gefasstes, auch epochenmäßig weit gefasstes und von den theoretischen Ansätzen weit gefasstes Forschungsinteresse. Da geht es um die deutschsprachige Literatur eigentlich vom 18. Jahrhundert bis in 20. um Querverbindungen, Wirkungen und so weiter. Anthropologie, Ethik und Ästhetik. Wissenspoetik sowie Literatur, Kultur und Medientheorie. Das sind so die wichtigsten Ansätze, mit denen Frau Professor Thoms sich auseinandersetzt und mit denen sie an literarische Texte herangeht. Und natürlich ist Frau Thoms auch eine ausgewiesene Mayröcker-Spezialistin, die hat zahlreiche Publikationen zu Mayröcker verfasst. Ich möchte vielleicht 2, 3 nochmal hier kurz erwähnen, die auch für mich weiterführend gewesen sind, sehr inspirierend. Es war vielleicht auch den letzten Aufsatz, der ist auch auf dieser Tagung schon mal erwähnt worden. Und immer noch voll Sehnsucht, Figuration des Idyllischen in Friederike Mayröckers Scardadelli. Und der ist in dem Band von Inga Athele und Elinore de Philipp, Fragen zum Lyrischen in Mayröckers Poesie, erschienen. Dann auch ein neuer Text aus dem Jahr 2020, Naturschreiben. Ja, Friederike Mayröckers Ich sitze nur grausam da, und in Bezug auf das ekstatische Spätwerk. Dann ein besonders wirkungsmächtiger Text ist Schreiben im Ausnahmezustand. Friederike Mayröckers, und ich schüttelte ein Liebling, in dem Sammelband von Alexandra Strohmeier, Buchstabendelirien. So, ich höre jetzt mal auf, ich könnte ja weiter und weiter aufzunehmen, aber ich habe einfach die Reihenfolge mal gewählt, die auch für mich persönlich sehr inspirierend gewesen ist. Ja, der Titel Ihres heutigen Vortrags, den wir nun hören werden, lautet Generische und mediale Transgressionen in Friederike Mayröckers Spätwerk. Bitte schön, Frau Thoms.
Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank für die so ausführliche und auch freundliche Vorstellung, die nochmal gezeigt hat, wie wir hier alle schön vernetzt sind. Ein schöner Nebeneffekt. Vielen Dank und vielen Dank auch für die Organisation. Ich werde jetzt zunächst mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen und das auf groß zu stellen. Können Sie das so sehen? Ist es jetzt so groß? Wunderbar. Dann ja, ist gut zu sehen. Dass ich so zurechtkomme. Also mein Vortragstitel ist ein bisschen vage, wie das manchmal so ist, wenn man noch nicht so richtig weiß, worauf man raus will. Es schließt sich aber wunderbar an den Vortrag von Alexandra Strohmeier an, weil ich tatsächlich auch zu Pathos und Schwalbe und so, da ich morgens moosgrün ans Fenster trete, sprechen werde. Ich will vielleicht kurz zeigen, was so meine Punkte sind. Ich will eine kurze oder eine längere vielleicht Einführung machen am Beispiel einer einzelnen Notiz aus Da ich morgens moosgrün und will mich dann dem Phänomen des Nature Writing widmen, das tatsächlich in diesen beiden Texten eine Rolle spielt und vor allem eine Rolle spielt in Verbindung mit dieser Behauptung, ich schreibe Proeme. Und diesen Zusammenhang würde ich gerne aufzeigen, der tatsächlich von einer ganz anderen Seite kommt, wie das, was Alexandra Strohmeier uns gezeigt hat. Ich finde aber trotzdem, oder nicht trotzdem, das macht die Mayröcker Texte aus, dass man es so verschieden lesen kann. Und ich würde auch sagen, auch wenn das jetzt bei meinem Vortrag vielleicht nicht so, so wirken wird, finde ich, dass es einen systematischen Zusammenhang hat mit dem, was Alexandra Strohmeier auch vorher schon gezeigt hat. Also, und ich bin gespannt. Ich habe ganz andere Zitate und wir werden ja noch mehr Vorträge zu diesen beiden Texten hören und ich bin gespannt, ob es überhaupt mal zu einer Verdoppelung von Zitaten kommen wird. Vielleicht ja nicht. Also, ich beginne, wie gesagt, mit einer kleinen Notiz, um meinen Vortrag daraus zu entwickeln und auch meine Argumentation aus dieser kleinen Notiz heraus zu entwickeln. Ich habe zwei Texte von Ilse Helbig gelesen und Tränen vergossen. Vielleicht waren die Texte aus einem Zwischenreich, sage ich, oder sie erinnerten mich an Margrits Geheimnisse. Ich meine über die Nelke. Ich saß da in dem Zwischenreich vor der Maschine. Ach, ein Schwindel erfasste mich. Nun ja, ein sehr kurzes Mäntelchen aus Kunstsprache, das Pelzchen von Rubens, Love and Glory, hast du zur Reichsbrücke eine Konnektion. Auf engstem Raum treibt die Notiz das aus Mayröckers Texten vertraute Spiel mit der Sichtbarkeit von Schrift, mit der Schriftbildlichkeit hier und zeigt es uns in aller Deutlichkeit. Damit kann man auch sagen, dass den Texten eine Gestalthaftigkeit eignet. Sie können auch als Bilder gelesen werden, haben wir ja gerade auch gehört. Und ihre Schriftbildlichkeit ist bedeutungstragend und Poesie ist immer auch visuelle Poesie. Verbunden damit ist die Referenz auf eine Herkunft des eigenen Schreibens, auf Strömungen der Avantgarde und vor allem auch auf mediale Transgressionen der konkreten Poesie. Auffällig sind weiterhin intertextuelle und mediale Dimensionen der Transgression, die ebenfalls längst als kennzeichnend für Mayröckers Schreiben, vor allem für ihr selbstreflexives Schreiben gelten. Wie aber ist dies konkret im vorliegenden Beispiel realisiert? Welche Texte von Ilse Helbig Mayröcker gelesen hat, wird nicht erwähnt. So kann die Leserin am produktiven Prozess der Bedeutungsgenerierung teilhaben und zur Mitproduzentin werden. Als solche Mitproduzentinnen können wir vom Namen Ilse Helbigs zu ihrem Werk schweifen und feststellen, dass sie, dass sie 2003 im Alter von 80 Jahren mit dem Roman Schwalbenschrift gleichzeitig ein Debüt und ein Alterswerk vorgelegt hat. Das macht vermutlich auch die Attraktivität aus. Mit der Schwalbe hebt sie jenen Vogel der Poesie in den Titel, der auch in Pathos und Schwalbe Bestandteil des Titels ist.
Mayröckers Schwalbenschrift führt hier unter anderem auf die Nelke und damit auch auf die exzessive Blumensprache des Spätwerks sowie die damit verbundene Derrida-Lektüre. Die konkrete Nelke führt jedoch auch auf Francis Ponches Proem die Nelke. Grammatisch jedoch wird die Nelke hier so gefügt, dass sie zu einem von Magrits Geheimnissen wird. Die Geheimnisse des René Magritte lautet ein Buchtitel über Magritte und das Geheimnis des Gewöhnlichen ist der Titel einer New Yorker Ausstellung von 2013 zu Magrittes surrealistischen Gemälden. In Ponches Die Nelke wiederum heißt es, ich zitiere jetzt nicht das Ganze, sondern nur das Fettgedruckte, ich gebe nicht vor, ein Dichter zu sein. Ich glaube, was mir vorschwebt, ist etwas Gewöhnliches. Nicht als gewöhnlich, sondern wieder als geheimnisvoll gilt auch Peter Paul Rubens Ölgemälde Helena Fourmont, genannt das Pelzchen. Hier in dieser Notiz bezieht sich das Pelzchen wie auch der Schwindel auf die Kunstsprache, die wiederum mit Liebe und Ruhm sowie mit der Frage an ein Du verknüpft ist, ob es zur Wiener Reichsbrücke eine Verbindung habe. Berücksichtigt man, dass der katastrophale Brückeneinsturz 1976 als nationales Trauma in die Geschichte einging, so könnte man sagen, mit der Möglichkeit einer Verbindung steht gleichsam das Ganze auf dem Spiel. In der Notiz hier ist dies auch die Sprache und die Poesie, angezeigt dadurch, dass neben dem Begriff Konnektion, also wenn wir nochmal auf die, neben dem Begriff Konnektion nur noch der Begriff Kunstsprache großgeschrieben ist. In der Sprache und Poesie wiederum führt die Frage nach der Verbindung zwischen zwei Bereichen auf das Feld des Wortes als rhetorische Blume oder Blüte. Offenbar geht es auch um die Frage nach Verbindungen, die von den Geheimnissen über die Nelke, hier kursiv geschrieben, ausgehen, die als Geheimnisse der Malerei und der Poesie bzw. der Natur und der Kunst offenbar mit jenem Gattungshybrid zwischen Lyrik und Prosa bezeichnet sind, für das Francis Ponche den Neologismus Proem erfunden hat. Ich schreibe Proeme ist eine Formel, die in Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete, mehrfach auftaucht, ebenso der Name Francis Ponche. Für das Nachdenken über generische und mediale Transgressionen in Friederike Mayröckers Spätwerk ist besonders interessant, dass das Schreiben von Proemen abgegrenzt wird, von dem als modisch qualifizierten Nature Writing, das bekanntlich Henry David Thoreau 1854 mit Walden or Life in the Woods begründet hat. Ich komme zu meinem zweiten Teil, das Modewort Nature Writing. Die mehrfach wiederholte Phrase, das Modewort Nature Writing, lässt sich mit Blick auf die Hinwendung zur Natur in der Gegenwartsliteratur zunächst als empirischer Befund lesen. Der literarische Markt hat das Segment Naturbeschreibung für sich entdeckt und auch die Literatur- und Kulturwissenschaften widmen sich vermehrt dem Zusammenhang von Literatur und Ökologie, etwa mit dem Konzept des Eco-Criticism. Das Genre des Nature Writing ist in diesen Kontexten fest verankert. Traditionell werden darunter vor allem nicht fiktionale literarische Naturdarstellungen gefasst, welche die eigene unmittelbare Umgebung mit neuen Augen zu erkunden suchen. Das ist die Natur an sich, vor allem die oft beschworene wilde Natur, nicht gibt, ist ein kritischer Einwand gegen dieses Genre, der vor allem Thoreaus Walden trifft und an diesem Text immer wieder nachgewiesen wurde. Mit Blick auf Pathos und Schwalbe ist also erstens zu fragen, welche Kontexte mit der Erwähnung Thoreaus aufgerufen werden. Zweitens, wie diese in Da ich morgens und moosgrün mittels der Phrase das Modewort Nature Writing fortgeschrieben werden, sowie drittens, zu welchen generischen und medialen Transgressionen dies führt. Zunächst,
Pathos und Schwalbe setzt die Blumenschrift des Spätwerks fort und eingeleitet durch das Motto, Zitat, du Geistlein, es durch die Wälder, gesellen sich der Blumenpracht nun dominant der Wald und Wälder unterschiedlicher Provenienz hinzu. Auch das ist natürlich im Werk immer schon mal vorhanden, aber im Vergleich zu den Vorgängertexten jetzt hier wieder deutlicher eingespielt. Mit dem Waldsaum übernehmen neue Ränder, Landschaften und Tiere eine textstrukturierende Funktion, etwa auch Rehe. Wälder sind bevorzugte Landschaften Robert Walzers, in dessen Mikrogrammen das schreibende Ich liest und dessen Tod, Zitat, beim Spaziergang im Schnee ist mit, wieder Zitat, ach so extrem im Schnee gelegen und sein Hut zum Wald gerollt, wegrollte zum Wald und so weiter, ist betrauert. Mit Thoreaus Worten ist auch die Wildnis als Topos aufgerufen. Der, jetzt eine Reihe von Zitaten, der Flockenwolf im Panoramafenster, ein wölfisches Prosawerk oder ein verkommenes Wäldchen, dessen verheertes Gehölz im Hintergrund des Gartens von Rohrmoos damals zu sehen war. Poetologisch gelesen ist mit dem Gehölz, das wie auch Unterholz und Holz etymologisch auf griechisch Hyle zurückgeht, sowie auf das lateinische Silva für Wald, Gehölz, unverarbeiteter Stoff, das sprachliche Rohmaterial anzitiert. Mit dem Wilden und dem verheerten Gehölz ist überdies das Gestrüpp benannt, das auch die Ruderalflächen in der Lyrik nach 1945 vor allem bei Günter Eich prägt. Die Lektüre in und das Exzerpieren aus Günter Eichs Gedichten wird in Pathos und Schwalbe erwähnt. Die Zeile, Zitat, geh aber nun und grüße die schöne Garonne aus dem Gedicht Latrine, die ihrerseits Hölderlins Andenken zitiert, wird zweimal zitiert. Die Wildnis ist hier also keine der Kultur entgegengesetzte Natur wie in Thoreaus Walden, sondern eine Wildnis der Sprache. Dies stellen insbesondere die direkten Thoreau-Zitate aus. Also das wird in allen möglichen Dingen ausgestellt, aber eben auch da, und dem will ich jetzt nachgehen, man kann ja immer nur einen Teil rausziehen. Das sind jetzt die Zitate, auf die ich jetzt im Weiteren zu sprechen komme. Über ein Gleichheitszeichen wird das Zitat Thoreau oder das ich angebe mit der Entschlüsselung meiner Lektüre identifiziert mit einer Szene, die den Übergang von der Kindheitsidylle im Traum zum Aufwachen im Krankenhaus schildert, in dem, Zitat, die geneigten Bouquets in der Vase dem Gebrechen des Alters zu korrespondieren scheinen. Nicht Naturbeschreibungen sind hier Thema, sondern die intermedialen und transgressiven Dimensionen einer Kunst, die aus dem Traum und aus einer Erinnerung heraus entsteht, in der das schreibende Ich, Zitat, das Erinnerte malerisch fühlt. Diesen Zusammenhang greift auch die zweite Thoreau-Stelle auf. Habe Thoreaus Worten gelesen, Waldkauz zwischen den Zeilen, habe an einigen Textstellen ungläubig den Kopf geschüttelt. Wenig später taucht der Waldkauz zwischen den Zeilen in einer mit Schillerpark oder Folia gleich der Wahnsinn überschriebenen Notiz auf, die zunächst die Dringlichkeit beschreibt, wissen zu müssen, wie genau die Skulptur von Schiller aussieht und ob sich das Dichterpaar Goethe und Schiller Aug in Aug gegenüberstehen, um am Ende Gerhard Rühm die Schiller-Statue besteigen zu lassen. Im doppelten Wortsinn vermutlich. Zugleich erinnert die Notiz Spaziergänge im Schillerpark. Zitat, zittere wie Espenlaub, ich schreibe Laupolar-Gedichte, ich möchte ins Grüne. Und von Schizophrenie sowie von einem Textzusatz ist die Rede, der ihm, Zitat, eine erotische Anhimmelung oder Hingabe an den Vogelflug verleiht. Insgesamt entsteht so ein komplexes Geflecht aus Zuschreibungen, die das eigene Schreiben in den Kontext des Ekstatischen rücken und es als transgenerisch sowie transmedial kennzeichnen. In Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete, wird diese Verflechtung von Reflexionen über Natur und Gattung fortgesetzt. Eine auf den 11.01.
2019 datierte Notiz macht dies besonders anschaulich, weshalb ich sie etwas genauer betrachten möchte. Sie beginnt mit: Was souffliert uns Natur, was souffliert uns Kunst? Und widmet sich dann dem Wald bzw. der Vorstellung eines Waldes, der uns, Zitat, mehr als alles küsst. Ach, wie uns der Wald küsst, Wäldchen küsst. Über die Präsentation einer Natur, in der Kirschpärchen singen, Kopfsalate knarren und das Morgenlicht als Kralle des Morgens die Backe ritzt oder kratzt, wird der Übergang in die Erinnerung an eine Begegnung mit dem Künstler Stefan Fabi herausgestellt. Aurélie Lenné hat dazu gearbeitet. Der Notiz zum Schillerpark aus Paterson-Schwalbe vergleichbar sind auch hier Zuschreibungen des Wahnsinns zentral. Und auch hier wird die Szene gleichsam im Modus des malerisch Gefühlten wiedergegeben. Mit ausgebreiteten Armen gilt es, die Wiedersehensfreude anzuzeigen, etwa ein Furioso heißt es hier. Das Malerische wird so in einen gen Himmel gerichteten, wilden und rasenden musikalischen Ausdruckscharakter transferiert. In Tauben verwandelt und in den Himmel versetzt wurden einst auch die Plejaden, die hier, ich kann Ihnen mal die gesamte Stelle auch anzeigen, die hier zunächst auf einen Holzschnitt von Stefan Fabi verweisen, dann mit einer kleinen Schere, die auch als Zeichnung in den Text integriert ist, sowie mit der Behauptung, was zählt, sind die unvollendeten Sätze, assoziiert werden. Der folgende oder dieser Ausschnitt hier jetzt setzt dann die Ekstase mit dem Ausruf: Habe mich in die Natur verknallt, habe mich in die Kunst verknallt, performativ um. Also Sie können parallel ein bisschen gucken, wie das auch schriftbildlich gemacht ist. Erneut sind Kunst, sind Natur und Kunst großgeschrieben. Und erneut ist die Kunst von Stefan Fabi der Bezugspunkt für sich anschließende poetologische Assoziationen. Es ist nun eine an die Wand gestellte Holzfigur mit zwei Löchern, durch die der Betrachter schauen und, wie es heißt, die Sichtweise der Figur einnehmen kann. Auch ein weiteres Fensterbild, könnte man sagen. Was das schreibende Ich durch diesen doppelten Lukenblick sieht, ist eben jener Zusammenhang von Natur und Kunst, der die Notiz eröffnet. Jetzt heißt es, es sei, Zitat, etwa der Blick in Wäldchen, auf Flüsschen, auf Schriften von Poesie und so weiter, oder wie damals im Stadtpark die Sicht auf jenseitige Wildnis nicht war. Landschaften der Natur sind also stets Zeichenlandschaften, Landschaften der Kunst, der Sprache und der Schrift. Die so inszenierte Wildheit, einerseits der Medialität des Blicks auf die Natur und der Transmedialität erblickter Kunstnatur andererseits, erstellt einen maximalen Abstand zu jenem Verfahren der Naturbeschreibung, die mit der Phrase Modewort Nature Writing angezeigt ist. Ich komme zu meinem dritten Teil. Dieses neue Modewort, also ich schreibe Poeme, dieses neue Modewort Nature Writing findet zunächst in folgenden Kontexten Erwähnung. In der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und der Selbstbeschreibung. Befinde mich in psychischem Ausnahmezustand, das war ein Zitat. Die poetologische und transmediale Dimension wird bei der dritten Erwähnung erfassbar, die hier jetzt angezeigte Notiz vom 29.05.18. Sie erinnert an eine Leseszene mit dem Geliebten und ist mit der gleichsam epigrammatisch angeordneten Deutung, Zitat, ich meine das Modewort Nature Writing versehen, wobei das angehängte Komma auffordert, den anschließenden Passus in die Deutung einzubeziehen. Zitat, I'll charm the air, ich werde die Lüfte schwärmen. Ach, es waren wohl Geschosse in den duftenden Lindenbäumen. Dass ich, dass die Lüfte schwärmen will, folgt gewissermaßen den kleinen, knapp dem Tod durch einen Rasenmäher entronnenen, weil in Blumensträußen versteckten Singvögeln aus der vorangestellten Leseszene. Das Schreiben wird damit als ein dem Tode abgerungenes, als ein performativ vollzogenes, ekstatisches Schreiben im Ausnahmezustand dargestellt.
und zwar zunächst verknüpft mit dem Modewort Nature Writing, jetzt aber auch über den Namen Leo Navratil, das heißt dem Psychiater, der in den 1970er Jahren Zeichnungen von Kunstschaffenden aus der psychiatrischen Klinik Gugging analysiert hat und dessen Patienten zum Teil international bekannte Art Brü-Künstler wurden. Die La Brü, das macht diese Notiz hier deutlich, mit ihr das rohe, ungeschliffene und in diesem Sinne naturhafte der Kunst von psychisch Kranken und die Poetik des Ekstatischen ist der vermeintlich milden Natur des Nature Writing entgegengesetzt. Sie führt in das Dickicht jener dunklen Wälder, mit denen bereits die Ästhetik im 18. Jahrhundert die Überfülle einer alle Formen sprengenden Wahrnehmung und das rohe Gehölz der Sprache angezeigt hat. Das heißt, sie führt auch auf eine völlig andere, Zitat, Landart, in der, nochmal Zitat, jetzt nicht aus der Stelle, alles Modell sein kann und zu deren Quellen die frühen Naturerfahrungen maßgeblich gehören. So ist auch, Zitat, Infantin von Landschaft eine treffende Beschreibung, wenn die mit Stefan Fabi und der La Brü anzitierte abstrakte Poesie beziehungsweise dieses abstrakte Schreiben, wie es an anderer Stelle heißt, mitgedacht wird, dessen transgenerische und transmediale Struktur in die wiederkehrende, typografisch mehrfach variierte Behauptung »Ich schreibe Poeme« gefasst wird. In welchem Verhältnis also, ist zu fragen, steht die Behauptung »Ich schreibe Poeme« zu den Poemen des Francis Ponch? Zunächst, Ponch hat den Neologismus »Poeme« eingeführt, mit dem er einerseits den Traditionsbezug zum Poème en prose als hybrides Prosa und Lyrik ineinander abarbeitendes Genre herausstellt, andererseits aber auch dessen Fortschreibung und Transformation markiert. Etymologisch betrachtet geht der Begriff auf das altgriechische Proömium zurück und ist als einleitender Gesang auch mit dem musikalischen Vorspiel, dem Präludium, verbunden. Außerdem gilt es der antiken Rhetorik als dasjenige, was vor dem eigentlichen Weg liegt, das heißt Wegbereiter zu einer Rede ist. Ein paratextuelles Phänomen also, das die Vorläufigkeit und Unabgeschlossenheit der Rede markiert. Die implizite Hierarchie zwischen Paratext und eigentlichem Text wird bei Francis Ponch jedoch ebenso aufgelöst wie die gattungstheoretische Trennung von Prosa und Vers. Das heißt, der Neologismus Poem setzt einerseits die Vorläufigkeit und Unabgeschlossenheit autonom. Dazu fügt sich die Etymologie von Prosa als Oratio Prosa oder auch Prosa und Proversa im Sinne von nach vorwärts gekehrte Rede, wobei die Kehre ein Moment der Wiederholung anzeigt. Andererseits impliziert er mit dem Vers, dem Versus, also Rückkehr, beziehungsweise der Versura als Wende, Prinzipien der sprachlichen Verdichtung. Das heißt, auch hier ist die Wiederholung prominentes Prinzip. Derart transzendieren Poeme das mit Charles Baudelaire berühmt gewordene Poème en prose, jenen, wie es in der Forschung heißt, Sonderfall eines poetischen Sprechens, der lyrische und narrative Elemente amalgamiert und unter der Genrebezeichnung Prosa-Gedicht, zum Katalysator innerliterarischer Entwicklung in der Moderne geworden ist. Denn, so kann man auch sagen, Proeme sind sprachliche Gebilde, die durch den exzessiven Einsatz von wiederholten Kehrtwenden, von Parallelismen und Modi der Poetizität gekennzeichnet sind. Gebilde, die sich von der Narration distanzieren, die für ein neues Sehen und Wahrnehmen. Ich will Ihnen nur zur Anschauung mal zeigen, dass die Schriftbildlichkeit auch bei Ponch schon eine Rolle gespielt hat. Ich gehe nicht näher darauf ein. Also Gebilde, die sich von der Narration distanzieren, die für ein neues Sehen und Wahrnehmen sowie für eine sprachsensible, auch die Materialität des Sprachkörpers akzentuierende Hinwendung zu den Dingen stehen. Gebilde, die Redeblumen der Rhetorik, Neologismen und Analogien mit Differenzen zur organischen und anorganischen Natur fruchtbar machen, auch indem sie diese mit Dimensionen des Anthropologischen und Psychischen verknüpfen.
Gebilde, die nicht auf eine mimetische Beschreibung zielen, sondern dem ethisch kodierten Anspruch folgen, das Rohe der Dinge über die sprachliche Form zu erfassen. Und es sind Gebilde, die durch die Aufwertung der Typografie ihre generischen und medialen Transgressionen ostentativ ausstellen. Mit Mayröckers Ich schreibe Proeme steht nun, so die These, ein Verfahren generischer und medialer Transgression zur Debattung, das wiederum Ponchs Proeme transzendiert. Zum einen treiben Pathos und Schwalbe ebenso wie Da ich morgens und Moosgrün am Fenster stand, die, wie man es nennen könnte, nach vorne gekehrten avantgardistischen Verfahren weiter. Zum anderen vollziehen die Texte über intertextuelle und intermediale Bezugnahmen klassizistische Rückwärtswendungen und ekstatische Wolten, in denen auch die Grenzen zwischen Sprachwitz, Sprachwahn und Wahnwitz aufgelöst sind. Hierfür nehmen sie auf Ponch sowie auf sein poetisches Verfahren Bezug. Etwa in Pathos und Schwalbe ist zu lesen, ich zitiere, in den Flüssen, ich meine dieses Bienenreich, dieser Bienenstock, wenn ich den Hang abwärts stolperte, dieser Honigtraum, dieser Hang zur Repetition von Momenten der Emotion, sodass ich verlobt, sodass aus konkreten Gegenständen Erscheinungen sprachen, nach innigen Übungen die Wunder der Abstraktion zu erstrahlen beginnen. Worauf ich jetzt nicht eingehe, dass die Nelke auch als Zeichen für eine Verlobung angesehen wird. Aber die Bezüge sind immer so vielfältig, dass man nicht alle herausarbeiten kann. Wenig später heißt es dann, da ich von der Anhöhe des Städtchens hinabblickte in den glorreichen Talgrund und der Blick mich umbuschte, ich meine schwindelig machte, dass ich mich festzuhalten versuchte an Litaneien, Ästchen, die Lektüren von Ponch und so weiter. Oder es heißt, Ponch angehimmelt dieser Wahnwitz und die Selbstzuschreibung eines Minimalismus der Sprache wird auf, Zitat, die von mir angewandte Nähe zum poetischen Verfahren eines Francis Ponch bezogen. Dann aber wird Ponch nicht nur mit dem Lernen von der Malerei großgeschrieben, sondern auch mit dem Ekstase auslösenden Vorsichsehen der Sprache der Malerei verbunden. Wenn er schließlich zusammen mit Beckett Robert Walzer mit Gedichten, die wie Raben im Schlaf am Geliebten vorüberstelzen, sowie mit dem im Waldschlaf auftauchenden Urgroßvater erwähnt wird, der Förster wird, wie es an anderer Stelle heißt. Und dann überrascht es auch nicht, dass textuell auch eine Nähe zwischen Ponch und dem Begriff Nature Writing hergestellt wird. Es ist dies eine herausgehobene Stelle, weil hier der Begriff Nature Writing zum einzigen Mal ohne den Zusatz Modewort fällt. Vielmehr wechselt hier die Assoziation vom, Zitat, tiefschwarzen Tintenklecks auf der Bettdecke über Gänsefüßchen inmitten von Blumenbeeten zum Farbwechsel, Tempuswechsel meiner Sprache, wenn ich sie anglifiziere. Herausgehoben ist die Stelle aber auch, weil sie die konstitutive Transgenerativität und Transmedialität sowie die Aufwertung der Materialität der Sprache und generell die metapoetischen Dimensionen des eigenen Schreibens ausstellt. Ich komme zum Schluss, indem ich noch auf einen Zusammenhang hinweise, der bisher noch keine Rolle gespielt hat, der aber verdeutlichen kann, inwiefern Mayröckers Proeme im Sinne eines nach vorne gekehrten avantgardistischen Verfahrens die Proeme Ponchs transzendieren und inwiefern diese Überschreitung auch über klassizistische Rückwärtswendungen und ekstatische Wolten erfolgt. Der auf Ponch zurückgeführte sprachliche Minimalismus wird nicht nur typografisch, sondern auch ganz konkret ins Bild gesetzt. Das heißt, er wird gemalt und gemalt wird zum Beispiel eine Kerze. Ponch hat über die Kerze geschrieben und sie als, Zitat, sich in der Nacht entzündende, seltsame Pflanze mit Goldblatt bezeichnet. Interessant ist die Kerze aber auch, weil ihre Abbildung in Da ich morgens und Moosgrün am Fenster gerahmt wird von zwei Bekenntnissen. Nein, keine Kerze.
Erstens, schreibe am liebsten Stenografie und zweitens, ich schreibe Poeme. Der spezifische Minimalismus der Kurzschriftstenografie lässt an Robert Walzers Mikrogramme denken. Die Stenografie wird aber auch explizit und mehrfach mit Goethe und mit Ernst Jandl verbunden. So greist etwa die mit Ach, warum immer diese Diminutive überschriebene Notiz, die ich jetzt hier habe, vom 28.11.18 um Musik, um die Komposition eines Grases, um Kunst und wechselseitige Liebesgaben, etwa einen gezeichneten Vogel oder in Stenografie gezeichnete kleine Strophen. Die Notiz vom 26.12., das ist die hier jetzt, variiert gleichsam die Graskomposition, indem sie alle Elemente zusammenführt, die für meine bisherige Argumentation von Belang waren. Ich lese einen Teil daraus vor. Inmitten Gräsern, ich meine, wenn ich Briefe schreibe, möchte ich stenografische Kürzel schreiben. Wie die Bäche fließen aus unseren Augen, wir himmelten, ach, wir himmelten, wandelten in einem Wald, in einem Waldstück von Waldmüller, auf diesem Bild von Waldmüller, ich meine, auf diesem Waldstück hörte ich die spielenden Kinder, ich habe mich in winzige Schere verliebt, minimale Schere, Gebraus von Waldrebe, weißt du, eines Apfels Backe, so grün, später, der Schnee geschmolzen, lernte ich verstehen die Sprache, liebe Sprache, Blutmond, am 25.01.57, schreibe, schreie, Poeme, ein winziger Schnee, winzige Schere, was? Und wenig später, als sei es ein anderes Wort für Schnee oder was? Die kleine Schere, ich denke an dich, die Dinge sind mir ans Herz gewachsen. Die kleine Schere fungiert in mehrfacher Hinsicht als Bild. Sie steht für die Cut-up-Methode und setzt Verfahren der Avantgarde ins Bild. Sie steht für den sprachlichen Minimalismus, das spezifische Verhältnis von Natur und Kunst, die Sprache der Blumen, die eine Sprache der Schnittblumen ist, wie man genauer sagen muss, vor allem wenn man die Derrida-Lektüre einbezieht, was ich heute jetzt nicht getan habe, die Vorliebe für abgeschnittene Sätze sowie unter anderem vermittelt über die La Brue die Poetik des Ekstatischen und generell die Poetik des Transgenerischen und Transmedialen. Porsche verfasst zum Beispiel mit die Nelke oder die Mimose Blumenpoeme, die Wort für Wort die wirkliche Blume ins Zentrum stellen möchten. Sie rekurrieren hierfür auf botanisches Wissen, und mit dem Ziel einer, wie es bei Porsche heißt, Änderung der Ansicht über Blumen, überlassen sie sich dem Chaos von Wahrnehmungen und Sinneseindrücken, die nicht auf eine singuläre, generische Form zu bringen sind. Sie irren gleichsam in den dunklen Wäldern der Sprache umher. Mit Mayröckers ekstatischen Wolken, mit dem Schreien von Proemen, wird dieses Irren in den dunklen Wäldern der Sprache wörtlich genommen. Ebenso der mit Thoreau verknüpfte Topos der Wildnis mit Ich meine Nature Writing gleich vermutlich ein Modewort. Ich schreibe Poeme, schreibe digital aus Da ich morgens muss grün, wird dieser forcierte Avantgardismus auf den Punkt gebracht. Die auffällig häufigen Bezugnahmen auf das Klassikerpaar Goethe und Schiller, aber auch auf Klassiker der Moderne wie Robert Walzer, Beckett oder Günther Eich, zeigen hingegen auch die Produktivität klassizistischer Rückwendungen an, was mit der Behauptung, Zitat, dass ich seit langem bestrebt bin, in meinem Werk Avantgardismus und Klassizismus zu verquicken, Zitat Ende, zugleich metapoetisch kommentiert wird. Was bleibet aber stiften die Dichter, könnte man hier assoziieren, sofern man die berühmten Schlussverse aus Hölderlins Andenken auch als Zuschreibung versteht, die darüber entscheidet, wer in die Reihe der Klassiker aufgenommen wird und wer nicht. Wir hatten gestern vom Humor auch schon gesprochen. Allerdings mit Zitat Geh aber nun und grüße die schöne Garonne aus Eichs Gedicht Latrine wird in Pathos und Schwalbe Hölderlins Andenken zwar gleich zweimal zitiert,
Die pathetischen Schlussverse jedoch hat die kleine Schere nicht mit ausgeschnitten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Thoms, für Ihren Vortrag. Ich denke, ich sage jetzt gar nicht viel, sondern gebe einfach weiter in die Diskussion, weil ich kann mir vorstellen, dass wir hier alle das Bedürfnis haben, mit Ihnen jetzt weiter zu diskutieren über das, was Sie gerade uns eben dargelegt haben. Bitte schön, wer möchte den Anfang machen? Frau Alexandra Strohmeier, bitte. Pardon, meine funktioniert nicht. Aber ganz herzlichen Dank für diesen wirklich, wirklich inspirierenden Vortrag und vor allem auch für diese minutiöse Lektüre. Es gab bei mir leider Verbindungsstörungen und so habe ich einerseits akustisch nicht alles ganz verstanden. Aber was mich interessieren würde, ist diese Etymologie von Broemen. Sie haben die, glaube ich, auch im Paratext situiert. Und ich habe ursprünglich in meinem Vortrag, habe das aus Zeitgründen rausgenommen, es gibt ja auch ein ganz berühmten Passus, also im Paratext von Ovids Metamorphosen, wo er sein Epos als Carmen Perpetuum formuliert. Und Mayröckers Texte sind ja auch in gewisser Weise ein Carmen Perpetuum. Und ich frage mich, inwieweit sich diese Tradition des Broems vielleicht auch da noch situieren ließe oder ob das zu weit greift. In der Implikation würde ich sagen, auf jeden Fall. Ne? Was ich da vorgestellt habe, das war gewissermaßen aus dem Wörterbuch der Rhetorik, wenn man so will, also die rhetorische Tradition. Da bin ich da jetzt nicht drauf gestoßen. Ich würde das aber nochmal nachverfolgen. Aber worauf es mir ja ankam, ist gewissermaßen aus dieser Paratextualität, aus dieser Autonomsetzung der Paratextualität gewissermaßen diese metonymischen Verfahren und diese unendlichen Fortschreitungen zu entwickeln, die bei Porsche schon zu sehen sind und die bei Mayröcker in ganz anderer Weise eben auch exzessiv die Poetik konstituieren. Also das ist tatsächlich der Zusammenhang, auf den es mir da auch ankommt. Wenn man eben die Hierarchie zwischen Paratext und Text auflöst und den Paratext autonom setzt, dann ist man genau in diesen metonymischen Schreibverfahren, die wir von unterschiedlichen Richtungen hier jetzt immer wieder beobachten. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Ja, vielleicht darf ich kurz, solange wir weiter überlegen, eine kleine Frage stellen. Dieses Modewort Nature Writing, was vor allem da ich morgens mal wieder auftaucht, ist das Ihrer Meinung tatsächlich auf Thoreau gerichtet, auf diese Konzepte, oder ist es eher gegen die Klischierung dieser Konzepte gerichtet vielleicht auch? Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es ist, also was ich versucht habe zu zeigen, ist, dass es in beiden Texten, also dass es da ganz enge Beziehungen gibt über die Art und Weise, wie sie die Stellen kontextualisiert. Mhm. Und ich, man könnte jetzt natürlich sagen, also wenn man den Eco-Criticism sich genauer anschaut, wie er sich mit dem Nature Writing auseinandersetzt und wenn man die Aktualisierungen jetzt in der Gegenwart sich anschaut, dann ist es ja durchaus so, dass es da verschiedene Rezeptionsstufen gegeben hat und dass man inzwischen auch zeigen kann, dass bei Thoreau selber diese Naivität, die ihm oftmals unterstellt wurde, so gar nicht vorhanden ist. Das ist ja natürlich auch bei ihm, der hat ja in Concord gelebt, der ist ja nur ab und zu so quasi, also der hat zwar in diesem Wald gelebt, aber der Wald war eben unmittelbar neben dieser Stadt Concord. Und so dass man sagen kann, auch da gibt es die Natur als binäre Opposition der Wildnis schon nicht mehr, wenn man das genauer sich anschaut. Es ist aber so rezipiert worden. Also in den ersten Rezeptionswellen ist es tatsächlich so rezipiert worden, als gäbe es sowas wie die ursprüngliche Natur, wie die Wildnis. Und ich denke,
Damit wird bei Mayröcker hier auch gearbeitet, mit dieser Rezeption, und da wird die Kunst entgegengestellt. Wenn man jetzt das neue Nature Writing sich dazu anschauen würde, was in der Gegenwartsliteratur gerade sehr en vogue ist und von verschiedenen Seiten auch betrieben wird, dann ist ja interessant, dass die genau auch auf der Basis schon arbeiten, ne? Dass die versuchen, so neue Hinwendungen zur Natur zu vollziehen, die eben nicht mehr auf diesen metaphysischen Fehlschlüssen sozusagen beruhen, sondern die sehr reflexiv auch arbeiten in der Art und Weise, wie sie auf Natur Bezug nehmen. Marion Poschmann zum Beispiel, die hat auch bei Matthes und Seitz den ersten Preis für Nature Writing mit ihrem Stadtbaumtext bekommen hat. Und dann wäre wieder die Frage, inwiefern man dann Mayröckers Nature Writing in solche neuen, hochreflexiven Formen integrieren könnte. Ihr Verfahren ist aber zunächst eines, was sich auf diese klischierten Vorstellungen quasi bezieht, dadurch eben diese Abgrenzung vollziehen kann. Und dass es gewissermaßen eine Öffnung dahin gibt, sich in diese neuen Formen des Nature Writings einzuschreiben, wollte ich anzeigen mit dieser einen Stelle, wo dann die Modewort weggelassen wird. Genau, da wird es ins Gleiten gebracht. Ne? Mhm. Mhm. Frau Kalina Kuczynska hat sich gerade mit der Frage gemeldet. Ja, vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag. Ich habe nur eine kleine Fußnote, eine Frage zu der Medialität, diese Kleinschere, weil da fallen mir einige Dinge ein. Zum einen die Unmittelbarkeit der Handzeichnung, das wäre so die eine Ebene. Und dann habe ich überlegt, da weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich so funktioniert. Ich meine, wir kennen ja dieses Symbol der Schere aus den Tools von Word-Programm und von diesen Textbearbeitungsprogrammen. Und ich habe mich gefragt, ob das jetzt vielleicht auch bei Mayröcker eine Rolle spielt. Sie schreibt doch nicht am Computer, oder? Nee. Dieses Tool kenne ich, glaube ich, selber jetzt gar nicht, aber ich habe ja eine Sache zitiert, wo sie sagt, sie würde jetzt digital schreiben, was ja quasi so nicht stimmt. Aber es ist, also ich würde grundsätzlich sagen, alle möglichen Assoziationen sind immer auch denkbar und sind immer, und ich finde, dass ihre Poetik uns quasi auch erlaubt, Assoziationen anzuschließen im Sinne eines produktiven Lesens. Und zu Ihrer ersten Frage mit der Handzeichnung, das hat ja Alexandra Strohmeier vorhin in ihrem Vortrag schön auch erläutert, welche Rolle das spielt und inwiefern sich hier der Körper sozusagen auch Körper des schreibenden Ich sozusagen auch mit in die Texte einschreibt. Und tatsächlich würde ich sagen, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, der auch Teil dieser Überschreitung des Branchen Proems noch ist. Also wenn man sich überlegt, auf welche Weisen sie sein Programm nochmal fortschreibt und nochmal neu akzentuiert, dann würde ich sagen, spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass die Medialität und dann aber auch diese Schriftbildlichkeit in ihrer körperlichen Dimension und auch im sozusagen diese Grenze zwischen dem Ich vor dem Text und dem Ich im Text, also diese Grenzüberschreitung auch eine ganz zentrale Rolle spielt und dass das eigentlich auch eine Weise ist, das Prosa-Gedicht oder eben das Poem fortzuschreiben und neu aufzustellen. Also das finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig auch. Ja, ich schaue mich nochmal um, werfe nochmal einen Blick in die Runde. Ich sehe derzeit keine weiteren Fragen. Doch, Inge Artel hat sich gerade eben gemeldet. Bitte schön. Ja, ich wollte so das Gespräch noch um
um einen Begriff ergänzen. Vielen Dank, Barbara, für den sehr inspirierenden Vortrag und die schönen Textstellen auch, die du kommentiert hast. Und vor allem bei der letzten Folie mit den beiden längeren Stellen kam mir das Stichwort Rhythmus irgendwie in Gedanken, weil sehr schön, ich glaube, es war in der ersten Stelle, wird dann sehr schön fast ein bisschen harmonisierenden Stelle geschrieben mit Alliterationen, Assonanzen, die fast einen Wohlklang, ich glaube, es ist mit der W und A, Wald und, ja. Und mhm. so weiter, wird variiert. Und dann in der zweiten Stelle gibt es dann vielmehr dieses Cut-Up mit den Unterbrechungen und den ja mehr staccato-artigen Rhythmen vielleicht. Und über Rhythmus denke ich, als Rhythmus als Organisation von Materialien, entweder harmonisierender oder ja, mehr staccato-mäßiger oder alle möglichen Varianten, die noch dazwischen passen, glaube ich, gäbe es auch noch einen Zugang zu diesem, zu dieser Aneignung und ja. von ja. Poesie. Man könnte ja sagen, also zum einen kann man sagen, dass die Stellen, die du jetzt genannt hast, dass die gewissermaßen das Medium jetzt hier mit dem Rhythmus auch die Musik in gewisser Weise immer auch performativ umgesetzt werden. Das ist ja bei allen so, das ist bei den Bildern so, das ist bei allen anderen Medien auch so, dass die gewissermaßen auch und dann auch performativ umgesetzt werden, aber immer auch über die Schriftbildlichkeit, mhm. ne, weil da ja auch mit Kursivierungen und so weiter auch gearbeitet wird, um das nochmal auszustellen, sodass man sagen kann, Bilder werden Ton und Sprache und Sprache wird Ton und Bild. Also das sind so Wechselwirkungen, die hier inszeniert werden und das sind so Transformationsketten, könnte man sagen. Und auch diese Formen der Klanglichkeit und diese Vorspiele des Gesangs schließen ja an die Etymologie von, die schließen an dieses Poemium ja auch an. Und auch da kann man eben sagen, dass sich auch hier nochmal zeigt, wie konsequent sie sozusagen an allen Systemstellen des Medialen auch ansetzt, um dieses Poem dann auch, also dieses Penché, wo eben auch nochmal fortzuschreiben und auch nochmal zu transzendieren. Ja, vielen Dank. Ja, ich sehe im Augenblick keine weiteren Fragen. Dann darf ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Kunst. Und ich bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass das Konzept, die Reihenfolge, das schließt alles sehr schön aneinander an. Wir haben ja heute mit der Keynote von Alexandra Strohmeier angefangen, mit der ontologischen Transgression. Jetzt haben wir hier nochmal eine ästhetische Erweiterung sozusagen über Ponch gerade erfahren. Wir sind damit auch gleich in der Medialität und genau da geht es jetzt weiter mit dem nächsten Referat von Kalina Kupczynska aus Łódź. Ich darf Ihnen kurz die Referentin vorstellen. Frau Dr. Kupczynska ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut am Germanistischen Institut der Universität Łódź. Sie spezialisiert sich in der deutschen, österreichischen Avantgarde-Literatur, Experimentalliteratur, Graphic Novels, grafische Aspekte von Literatur und so weiter. Ich gebe einmal eine kurze Auflistung ihrer wichtigsten Herausgeberschriften und Studien. Der vergebliche Versuch, das Fliegen zu lernen, Manifest des Wiener Aktionismus 2012, 2014 erschien dann Sprache, Literatur, Erkenntnis, gemeinsam mit Wolfgang Hackel und Wolfgang Wiesmüller. Dann haben wir 2015 Dada zum Vergnügen herausgegeben mit Hermann Korte und gemeinsam mit Renata Makarska den Band Comic in Polen, Polen im Comic, der 2016 herausgekommen ist. Mit Friederike Mayröcker beschäftigt sich Frau Kupczynska vor allem unter dem intermedialen Aspekt. Und genau dazu wird sie auch heute einen Vortrag halten. Ich darf nochmal den Inhalt, den Titel wiederholen. Körpergefühlsaufzeichnungen, introspektive Erlebnisse als Autobiographeme bei Maria Lasnik und Friederike Mayröcker. Bitte schön. Danke sehr, liebe Beate, für die Einladung.
zu dieser illustren Runde. Ich bin hier so ein bisschen ein Fremdkörper, weil ich mich, wie gesagt, nur noch erstmal nur partiell mit Mayröcker beschäftigt habe. Aber gut, ich entschuldige mich noch im Vorfeld für die Qualität mancher Bilder, die ich zeige. Also es hat sich herausgestellt, dass auch die Maria Lasnik Stiftung nicht alle Bilder digitalisiert hat. Also das sind manchmal einfach nur Scans oder Fotos von meinen eigenen Kopien oder auch Bilder. Ich habe auch eine Präsentation. Die ist hoffentlich sichtbar. Ja, ist alles wunderbar zu sehen. Jetzt nochmal so. Ja, geht das? Ja, schön. Okay, Zitat. Meine erste Begegnung mit Maria Lasnik fand 1985 statt, als ich 17 Jahre alt war. Sie erzählte mir von Friederike Mayröcker und zeigte mir ihre gemeinsame Publikation Rosengarten. Daraus wurde ein wunderbares Gespräch über Kunst und Literatur. So Hans-Ulrich Obrist im Vorwort zu der 2020 erschienenen Ausgabe seines Briefwechsels mit Maria Lasnik. Für Rosengarten den schmalen Band mit Mayröckers poetischer Kurzprosa lieferte Lasnik eine halb figurative, halb abstrakte Radierung, in der zwei Figuren ihre Gliedmaßen auf eine Fläche strecken. Friederike Mayröcker hält in Rosengarten Wahrnehmungen, erinnerte Erlebnisse fest, die sie an konkrete körperliche Empfindungen rückkoppelt, stellt Verbindungen zwischen, Zitat, Geschmacksvorstellungen im Mund, auf der Zunge, am Gaumen, an den Lippen und Vorstellungen ganz bestimmter Art von Situationen her. Optische Eindrücke schieben sich mal im Vordergrund, mal vermischen sie sich mit der körperlichen Wahrnehmung, übertragen sich auf die Gemütszustände. Ein längeres Zitat. Bin verwirrt durch das, was aus den Augen strömt, aus ihren Augen strömte, das, was aus ihren Augen strömte, spüre ich hinter mir, ohne dass ich hinsehen muss. Zitat Ende. Materialnerven nehmen hier wahr, das Zitat ausgeplünderte Nervensystem sieht. Die Streckung der Figuren in Lasniks Radierung, die in der parallelen Platzierung die Komposition des Bildes bestimmt, ließe sich als eine Visualisierung der Korrespondenzen zwischen den Körpergefühlsaufzeichnungen von Mayröcker und Lasnik betrachten, als eine in der Bildsprache festgehaltene Konfiguration in der Verhältnisse von Nähe und Distanz sowie auf leibliche Erfahrung zurückführende Spannungen in der Linienführung erkennbar sind. Lasnik und Mayröcker, seit den 50er Jahren befreundet, nehmen einander über Jahrzehnte hinweg wahr. Ihre Blicke kreuzen sich auf Lasniks Bilder und in Mayröckers Sprachgebilden. Lasnik porträtiert auch Mayröcker. In Magische Blätter von 1999 findet sich ein Text für Maria Lasnik in Brüt oder die seufzenden Gärten. Ist Lasnik ein Du als wunderbare Kröte mit baltischen Backenknochen? Dieses von dir gemalte, mich durchzitternde Selbstbildnis in Und ich schüttelte einen Liebling, gibt es eine kurze ekphrastische Reflexion über eine Zeichnung von Lasnik. In Ich sitze nur grausam da kommt alle Rettung beim Anblick eines großen Gemäldes von Maria Lasnik von 97. In Ich bin in der Anstalt, Fußnoten zu einem nicht geschriebenen Werk, lesen wir Du bist ein Vorbild oder ich schreibe, indem ich denke an dich. Und im letzten Buch von 2020 wird Lasniks Gemälde Frühstück im Ohr und zugleich Eiserne Vorhang der Wiener Oper in der Saison 2005-06 erinnert. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Es kommt dabei nicht auf die Vollständigkeit an, sondern auf die Markierung einer Kontinuität der Anwesenheit Lasniks in Mayröckers Schreiben. Mayröckers Texte sind bekanntlich mit dem Biografischen verwoben und zugleich nicht autobiografisch im Sinne einer referenziellen Lebensnarration. In der Mayröcker Forschung wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass die autobiografische Komponente, Zitat Klaus Kasberger, zu Pluralität und Offenheit des Werkes beiträgt, Zitat Ende, dass ich in den Prosatexten, weiter Kasberger, tritt nicht nur als
sich selbst begründete Schrift auf, sondern darüber hinaus als ein Phänomen, das unmittelbar an einen Körper gebunden ist. Daran möchte ich im Folgenden anknüpfen. Autobiographeme im Titel meines Vortrags sind als wiederkehrende Topoi zu verstehen, die auch die intermedial kodierte Verflechtung von Biografie und Werk bei Lastnik und Mayröcke hindeuten. Semiotisch handelt es sich bei den Autobiographemen um sprachliche wie auch nicht sprachliche Zeichen. Die letzte Komponente des Wortes, also Graphé, nutze ich im Sinne eines erweiterten Schriftbegriffs. Um die transgressiven und intermedialen Korrespondenzen zwischen den Autobiographemen hervorzuheben, gehe ich dabei von Begriffen aus, die Maria Lastnik für ihre in der körperlichen Empfindung ansetzende Wahrnehmung formulierte. Um 1950 nannte sie manche informellen Bilder introspektive Erlebnisse. Um 1960 kam der Begriff Körpergefühle hinzu. Ab 1970 Body Awareness. Sie verwendete auch das Wort Körperbewusstsein und Körpersensationen hier in Anlehnung an Cézanne. Sie betrachtete die Begriffe als weitgehend austauschbar. Lastniks Beschäftigung mit Körpergefühlen bekam wichtige Impulse. Zum einen von dem phänomenologischen Ansatz des Philosophen Hermann Schmidt, zum anderen von dem Austausch mit Oswald Wiener. In seinem zweibändigen Buch Der Leib, System der Philosophie, analysierte Schmidt die Zusammenhänge zwischen den körperlichen Empfindungen, dem leiblichen und dem seelischen Selbstgefühl und beschreibt den Leib als den beseelten Körper. So heißt bei ihm Lastniks Körpergefühl leibliche Disposition. Interessant ist vor allem Schmidts Begriff Körperschema, was als eine individuelle räumliche Vorstellung vom eigenen Körperbild zu verstehen ist. Oswald Wiener, mit dem Lastnik seit Mitte der 50er Jahre einige Zeit liiert und später befreundet war, beschäftigte sich bereits Ende der 60er Jahre mit denkpsychologischen Themen, mit folgenden Fragen der Selbstbeobachtung. Wie stellt man sich etwas vor? Was geschieht, wenn ein Mensch sich an etwas Visuelles erinnert? Anfang der 90er Jahre entsteht eine gemeinsame Ausstellung von Lastnik und Wiener. Also Lastnik stellt ihre Arbeiten aus und Wiener schreibt dazu Texte. In deren Katalog Maria Lastnik Zeichnungen und Aquarelle beide, also sie haben beide auch Texte geschrieben zu diesem Katalog. Und Wiener schreibt, das ist jetzt nochmal für Stufen Ohr, genau. Und hier sind die Texte in diesem Katalog aus Anfang der 90er Jahre. Wiener, eine der vielen noch ungelösten Aufgaben ist die Erklärung der Tatsache, dass wir unser Körperschema visualisieren, nämlich dass wir Tastempfindungen, propriozeptive und kinästhetische Wärme- und Schmerzempfindungen etc. in ein als visuell empfundenes Bild eintragen, wenn wir über diese Empfindungen nachdenken. Zitat Ende. Wieners Frage, ob sich bei ihr bei einem Körpergefühl auch ein Bild im Bewusstsein bildet, beantwortet Lastnik wie folgt, Zitat, wenn auch noch so amorph, es ist ein Bild. Besser, es bildet sich ein Bild, es ist aber eine Nacharbeit der Vorstellung, die nach dem Sinneseindruck erfolgt. Die Ausformung des Bildes wird in Unruhe hin und her gezerrt, bis es an dem geheimnisvollen Punkt der Gewissheit zur Ruhe kommt, Zitat Ende. Die Zeichnungen in dem besagten Katalog zeigen die Repräsentationen der Körpergefühle, unter anderem Lastniks Auseinandersetzung mit dem eben jenem Punkt der Gewissheit, der Ganzheit. Hier sind einige, zuerst mal die Ganzheit, also die Bilder der Ganzheit, Moment, das sind solche Konfigurationen und zu erreichen ist und die sie als eine Wunschvorstellung der Nervenzerrüttung bezeichnet. An dieser Stelle möchte ich ansetzen, um zu Parallelen in Mayröckers und Lastniks Autobiographemen zurückzukommen. In der Lektüre von Mayröckers späten Prosatexten lässt sich eine topische Konstante erkennen, die mit dem genannten für Lastnik wichtigen Phänomen der Darstellung von Körpergefühlen korrespondiert. Diese Topik möchte ich im Folgenden punktuell in Bezug auf die Haut- und Nervenmotive nachzeichnen. Ich beziehe mich auf Mayröckers. Ich bin in der Anstalt, Fußnoten zu einem nicht geschriebenen Werk und ich schüttel deinen Liebling, die sitzen nur grausam da, sowie punktuell auf Blüt. Bei Lastnik rekurriere ich auf die Selbstporträts, Tagebucheinträge sowie vereinzelt Briefe.
Also Haut und Nerven, Menschen, Mayröck und Lasnik. Die Empfindlichkeit gegenüber den Reizen der Außenwelt als Voraussetzung für kreative Empfänglichkeit hängt bei Lasnik wie bei Mayröck mit der komplexen Erfahrung der Grenzen zusammen. Das hatten wir schon als Thema. Das heißt, mit der Notwendigkeit, den realen körperlichen Einsatz auf eine beschränkte, durchkomponierte Text wie auch Bildfläche zu übertragen. Es geht dabei weniger um die Schwierigkeit, den finalen Strich zu setzen, als darum, die genannten Körpergefühle als ästhetische Formen kommunizierbar zu machen. Dazu notiert Lasnik. Nee, das ist im Moment, das ist ja später, ne? Das habe ich nicht auf der Folie. Zitat Lasnik: Ein Körpergefühl ist optisch schwer zu definieren. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Welche Form hat es? Spitzig, rund, gezackt? Dieses zu erforschen ist wie umzäunende Wolken. Zitat Ende. Mayröcker beschreibt den leiblichen Einsatz mit Rekurs auf den Prozess des Sehens. Sehr oft, Zitat: Meine Texte entstehen aus einem sich fortpflanzenden Augenerlebnis. Er bleibt rätselhaft. Der Einsatz ist aber generell radikal, Zitat Mayröcker, du musst etwas einsetzen, nämlich dein Leben, deine Gesundheit. Du musst tollkühn vorgehen, ich glaube tollwürdig, alle Begrenzungen überschreiten. Ich bin in der Anstalt von 2010, ist eine solche alle Begrenzungen überschreitende Narration. Es kommen Körperzustände ans Licht, die der Scham entrissen, sich zwischen Poesie und Pathografie bewegen, das Innere vermischt mit Experimenten und Innereien. Nach zerfetzten Nächten wird der eigene stahlartige Geruch notiert, neben Verkrüppelungen, Krümmungen, den hängenden Gärten des Leibes. Mehrmals erschrickt, dass ich vom eigenen Gesicht im Spiegel, Zitat, mein verwildertes, verstörtes, vergröbertes Gesicht, wiederholt äußert es Angst vor dem Verlust der Augenkraft. Wie zur Warnung dieser Angst werden Blicke fantasiert, die voll erblühten Mohnblumen und blühende Lindenbäume dem Ich zuwerfen. Die Gesamtheit der wechselnden Gemütszustände bekommt die Bezeichnung Nervengesang, verbindet sich mit Schilderungen der Hauptwahrnehmung, der zottigen Epidermis, Zitat Ende, und zieht weitere Linien zu Vorstellungen, die Erinnerungen an die Kindheit heraufbeschwören. Stellen wir vor, ich passe nicht mehr in meine Haut. Wenn man sie abzöge und man darlege wie ein Schnittmusterbogen, was mich als Kind gefesselt hatte, mit einem Rädchen die gepunkteten Linien nachzeichnen, was ich bei Mutter, die zuweilen schneiderte, sah. Bald im Text findet man den Zustand der Entfremdung vom eigenen Körper in der Metapher der Schlangenhaut, einer provisorischen Hülle, die Unbehagen vermittelt, weil sie mir nur übergezogen ist und mich schraffiert oder was, und ich die Schlangenhaut blitzen spüre und dass sie wie ein Body ist, das verrutscht ist, weil es mir zu groß ist. Zitat Ende. Die Haut, aus der das Ich heraus will, ist durch Furchen des Alters markiert, zugleich entfaltet es neue Furchen und Spuren in der fortwährend entstehenden Schrift. Zitat: Das schreibende Subjekt ist verstrickt in seine Schrift, so Alexandra Strohmeier in dem gestern erwähnten Buch zur Subjektivität bei Mayröcker. Für Alexander korrespondieren Leib und Schrift, beide sind Resultat und Medium einer Spur. Die Momente der leiblichen Verstrickung bilden im Text und ich schüttere deinen Liebling eine weit ausgedehnte Amplitude. Lesen, gehen, schreiben, verschränken sich miteinander. In einem Taumel bewegt sich die Schrift zwischen Euphorie, Zitat, außerhalb dieser Welt und gleichzeitig in der Welt ganz intensiv und Resignation, Zitat, ich bin wie Sperrholz, ach meine Seele, so ausgewrungen im Herzen des Nichts, Zitat Ende. Die Assoziation mit einem Kardiogramm suggeriert der Text durch wiederholte Verweise auf Blut und Blutdruck, Venen und Adern, die den Rhythmus des Gehens und Schreibens markieren. Das Ich ist zum Beispiel mehrmals am Ende des Pulses und Parks. Zitat Ende. Wie dieses Zeugma erzeugt auch die häufig ansetzende polysynthetische Reihung
und ich war von mir selbst verschluckt und ich konnte mich niemandem öffnen und meine Nerven waren aufgeregt. Zitat Ende. Den Eindruck von nervöser Atemlosigkeit. Die stellenweise Nutzung der Parataxe und die additive Struktur zitieren den Stil von Gertrude Steins, Everybody's Autobiography, Ex Negativo. Der ruhige und gleichmäßige Rhythmus von Steins Prosa bekommt durch Mayröckers Hitze des Blutes eine leibliche Komponente. Beide, Stein und Mayröcker, verweigern der Leserin eine Versenkung in ihre autobiografischen Texte, allerdings in unterschiedlichen Mitteln. In den Rhythmus der Narration von Und ich schütte deinen Liebling sind außerdem Brennpunkte eingeflochten. Nervenzertrümmerung sowie Anstrengung und Aufregung der Nerven werden mit den Metaphern des Glühens und Brennens fixiert. Zitate, ich brenne lichterloh, mein innenglühendes Wesen. Zitat Ende. Diese innere Entflammung gilt als Voraussetzung fürs Schreiben, für das Getragenwerden von der eigenen Sprache, Zitat, als sei ich ausgestattet mit Fittichen, Zitat Ende. Was aber nicht eine Linderung, sondern eine Fortsetzung des Ausnahmezustands des poetischen Herzklopfens bedeutet. Sich hineinsteigern in die Materialität der Sprache erzeugt die Elektrisierung von Verschwärmtsein. Die Fittiche der Sprache entheben das Ich nicht von der Ebenerdigkeit des gelebten Altersalltags mit Stolpern, Straucheln, Blutdruckschwankungen, denn beide Bilder und beide Zustände sind ineinander verschränkt in den figuralen Nichtstil dieses Textes. In Ich sitze nur grausam da taucht die Elektrisierung wieder auf, neben Zuständen der Aufwallung und Erschütterung. Das Ich berichtet davon, wieder in Brennesseln seine Leidenschaft zu geraten. Am anderen Ende der Skala der Körpergefühle steht das Versagen und Versiegen des Körpers, das aber anders als in den zwei anderen Texten durch Abschweifung zu organischen Formen der Natur, vor allem zu Blumen, gemildert wird. Ein Glycinienbusch umrankte und umschlang das Ich. Zitat, des Feigenbaums Blattwerk keuchte wie mein Leib. Zitat Ende, das Augensehnen erscheint als zirpende Glockenblume. Die Pflanzenerscheinungen gehen in Körpererscheinungen über. Die Bilder der Knospe und des Blütenstaubs tragen die Narration über Momente der Ratlosigkeit hinweg, breiten durch sinnliche Assoziationen der Dufte, Farben, Formen, durch lautliche Parallelen, Lilie, Illusion, eine polysemantische Schicht aus. Das hatten wir auch gerade gehört. Das sich verwechseln des Ich mit organischen Formen ist ein Teil dieser Polysemie. Lasniks Nervengesang mit dem Ursprung den Körpergefühlen bahnt sich einen Weg zum Ausdruck durch Linien und Farben. Lasnik versuchte es auch immer wieder in Worte zu fassen. Im Katalogtext über das Malen von Körpergefühlen von 1982 hält sie als wichtigen Moment der künstlerischen Selbstwerdung die Erkenntnis fest, Zitat, wie sehr der Geist durch den Körper gehindert, gestört, aus der Kontinuität gerissen war und damit den Entschluss, die als Störung wahrgenommene, Zitat, übergroße Sensibilität der Sinnesorgane, der Ohren zum Beispiel, sowie die Geruchsempfindlichkeit, die Sitz- und Liegeempfindlichkeit zu erforschen und darzustellen. Mitte der 80er Jahre schrieb sie in Erinnerung an ihre Zeit in New York über den Zusammenhang von Nerven, Vibrationen und Farbennutzung sowie Strichführung. Zitat, das Geratter der schweren Lastwagen fuhr durch meinen Schlaf und durch meine Nerven. Die flächige Malerei, das kann ich jetzt aus der Folie. Die flächige Malerei löste sich in parallele Striche auf, die Nervenvibrationen ergaben ein Farbgeflimmer weiter. Auf den großen Körperflächen werden die Nervenstränge als ein prickelndes Nebeneinander gespürt, spitze, dumpfe, hohlgebettete und machen die Farben zu gebündelten Gegensätzen. Lasnik experimentierte mit Farbmischungen, um die individuelle Intensität der Körpergefühle auf diese Weise zu vermitteln. Sie mischte zum Beispiel Krapplack, also ein violetthaltiges Rot, mit Weiß, so entstand das typische Lasnik-Rosa. Die Vielfalt ihrer Farbempfindungen formulierte sie in einem 1983 verfassten Text. Es gibt Schmerzfarben,
und Qualfarben, Nervenstrangfarben, Druck- und Füllerfarben, Streck- und Pressfarben, Füllungs- und Wölbungsfarben und noch einige andere. Das sind Wirklichkeitsfarben. In den frühen 1960er Jahren, in der zweiten Pariser Phase, malte Lasto sogenannte Strichbilder, in denen mit Hilfe von einigen farblich und farblich unterschiedlich markierten Linien Spannungs- und Dehnungsgefühle sowie einzelne Druckpunkte im und am Körper zum Vorschein kommen. Einige Jahre später entstanden Selbstporträts, in denen die Wahl der Farbe ein energetisches und kompositorisches Zentrum des Bildes markiert, wie etwa in Finks Selbstporträt. In einigen Selbstporträts, noch weiter zwei Beispiele, Selbstporträt als Tier von 63 und Selbstporträt als Prophet von 67, fällt neben der Differenzierung von Rot- und Rosatönen und der Deformation des Körpers auch eine Fragmentierung der Körperfläche auf. Hier ist der genannte Körperphilosoph Hermann Schmidt als Referenz erkennbar. Sein Begriff der Leibinseln macht Lasnik in den Bildern anschaulich. Lasnik verbindet die einzelnen Körperfragmente nicht zu einem geschlossenen Körper. Im Selbstporträt als Prophet lässt sich zwar ein Körper identifizieren, seine Anordnung auf der Bildfläche entspricht aber nicht einer realistischen Vorstellung. Teile des der Körperform bleiben auf der Bildfläche ausgespannt. Wie wichtig der Aspekt der Fragmentierung für die Darstellung der Körpergefühle ist, zeigen schon ihre frühen Selbstporträts aus den späten 40er Jahren, wie vor allem Selbstporträt als Ohr. Eine Ausweitung der eigenen Körperform auf die Landschaft zeigt sich in Selbstporträts aus den 80er Jahren, die man geografisch auf mit Lasniks Kauf des Ateliers in Feistritz in Kärnten auf der Turacher Höhe verbinden kann. Wenn ich auch mal unter der Erde bin von 85 und ich bin ganz Landschaft und auch Landschaft im Auge, wurden in der Lasnik-Forschung unter anderem als eine Ausdehnung des Erfahrungsraums durch Identifikation gedeutet. Wie sein Selbstporträt von 92 signalisiert diese Identifikation auch in einer für Lasnik untypischen, saftig grünen Farbgebung. Hier ließe sich eine Korrespondenz mit Mayröckers Anverwandlung mit organischen Formen erkennen, wenn auch mit Vorbehalt. Lasniks körperliche Verschmelzung in der Natur steht im Zeichen einer Durchdringung größerer Naturkomplexe. Außerdem ist das Bedeutungsspektrum deutlich enger als bei Mayröcker, wie die Komposition der Bilder suggeriert. In den 90er Jahren beschäftigte sich Lasnik wieder durch Austausch mit Osvaldina, mit Neurowissenschaften und Gehirnforschung, das heißt damit, was wir heute als Brain Imaging kennen. In ihren Zeichnungen erforscht sie die Körperempfindungen, Gehirnströme und das Hören, Tasten und Sehen zusammenhängen. Hier sind noch zwei Bilder, leider in sehr schlechter Qualität. Die Zeichnungen auf diese Zeit, Augen- und Oberlippensensationen, das haben Sie hier links oben. Zerebralstabilisator Anatomie von mir, das ist das rechte Bild. Science-Fiction-Selbstporträt, links unten. Enthalten Elemente naturwissenschaftlichen Diagramme, durch eingebaute Pfeile, verweisende Linien und Erklärungen zerlegen sie die Gesichtsbilder durch den angedeuteten Prozess der wissenschaftlichen Analyse. Die Fragmentierung des Körpers bleibt als formales Merkmal erhalten, wird aber durch den neurowissenschaftlichen Bezug wie auch durch die Technik der Handzeichnung anders kodiert. In Lasniks Rekurs auf Diagramme kann man Verbindungen zwischen empirischer und experimenteller Forschung herstellen und damit Lasniks eigene formale Experimente mit der Repräsentation von Körpergefühlen als eine Reihe von Such- und Versuchsmomenten betrachten. Wie verhalten sich nun Lasniks formale Experimente zu Mayröckers Aufzeichnungen, das heißt zu der bereits erwähnten poetologischen Untrennbarkeit zwischen Schrift und Leib? Wie ließe sich der Punkt umkreisen, an dem Parallelen sichtbar werden? In ihrer Grammatologie der Bilder macht Sigrid Weigel das Konzept der Spur für die Frage nach der Genese von Bildern und nach dem Anderen des Bildes produktiv.
Das Besondere von Derridas Begriff der Spur liegt bekanntlich darin, in der Umkehrung der Blickrichtung. Derrida zielt auf das Vorgängige, darauf, was jeder semantischen, semiotischen, akustischen und ikonischen Differenz vorausgeht. Derridas Begriff der Schrift gründet die Grammatologie in einer allen Bezeichnungssystemen gemeinsamen Möglichkeit, nämlich der Instanz der vereinbarten Spur, race et situé. Was Weigel an dem Konzept der Reformulierung der Schrift besonders interessiert, ist die Abwendung von dem jeweiligen Signifikationssystem zugunsten einer Fokussierung auf, Zitat, das Verhältnis der positiven, vereinbarten oder fixierten Spur zu dem darin Abwesenden, zu jener irreduziblen Abwesenheit, die sich in der Anwesenheit der Spur gegenwärtigt. Zitat Ende. Weigel betont dabei, Zitat, eine andere Qualität der Zeitlichkeit der Spur, die so umschreibt sie als, Zitat, Dynamis, als Latenz, als Virtualität, als nicht figurierte Vorstellung, buchstäblich vor der Figuration. Für eine Erkundung der körperzentrierten Autobiographie bei Mayröcker wie Lasnik ist Weigels Erweiterung der Grammatologie insofern nützlich, als sie das vage, rätselhafte, schwer abgrenzbare der Körpergefühl als eine Bedingung der vereinbarten Spur, sei es in Schrift oder Bild, betrachten lässt. Diese Bedingung ist nicht indexikalisch oder mimetisch zu verstehen, sondern als eben diese irreduzible Abwesenheit von Derrida im Kontext der Schrift spricht. Die Heterogenität der Spur, die mit jeder Bedeutungskonstitution einhergeht, manifestiert sich für Weigel in dem in Erscheinung treten des Bildes als Bild, das, Zitat, nicht allein visuelle und materielle Bilder betrifft, sondern auch mentale und sprachliche Bilder. Zitat Ende. Mayröckers Verschriftung und Verbildlichung der Körpergefühle zeigt in ihrer rhetorischen wie auch motivischen Prägung die Spur als eine intermedial kodierte, irreduzible Abwesenheit, die mit Lasniks Bildern und Schriften korrespondiert. Ich komme zum Schluss. Ich habe in meiner punktuellen Annäherung an Mayröckers Spätprosa und Lasniks Schriften und Bilder auf einige intermediale Korrespondenzen in der Repräsentation von Körpergefühlen hingewiesen. Mayröckers Nervengesang bringt Metaphern des Brennens und Blühens hervor, die sich in Lasniks Farbennutzung übersetzen lassen. Temperatur des Blutes und dessen wechselndes Tempo, das in Mayröckers Narration für Taumel und Wirbel sorgt, bekommt bei Lasnik eine indirekte Thematisierung und Verdichtung in Farbflecke. Haut als eine bei Mayröcker störende und fremde Schicht findet ihr Pendant in Lasniks Ringen mit der Eingrenzung der Körperkompositionen. Lasniks Fragmentierung des Körpers in getrennte Leibinseln lässt sich in Mayröckers Fixierung vielleicht auf einzelne Körperpartien, Augen, Füße, Haare, vor allem aber auf das wiederkehrende Motiv des eigenen Spiegelbildes beobachten. Das Spiegelmotiv, das ich nur gestreift habe, verdient eine nähere Untersuchung. Die wiederholte Verstörung vor dem eigenen Spiegelbild bei Mayröcker rekonstruiert, Zitat, eine mediale Urszene, die die grundlegende Angewiesenheit der Subjektkonstitution auf eine Objektivierung menschlichen Selbstbezugs deutlich macht, Zitat Ende, wie Jörg Dünne in seinen Ausführungen zur Automedialität bemerkt. Wenn Lasnik Zeit ihres Lebens mit dem Genre des Selbstporträts experimentierte, dann zeigt sich darin eine ähnliche Geste. Eine Suche nach Repräsentation des Selbst findet in der Medialität des Spiegelbildes bzw. des Selbstporträts nicht eine Bestätigung eines Ruhenden bei sich selbst, sondern eine Dazwischenkunft. Das ist ein Begriff von Georg Christoph Tholen. In Lasniks Radierung, die den Band Rosengarten eröffnet, lässt sich in der parallelen Streckung der Figuren auch eine Anspielung auf das Spiegeldispositiv und damit verbundenes Subjekt-Objekt-Verhältnis entdecken. Danke für die Aufmerksamkeit. Liebe Kalina, liebe Frau Kuczynska, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses minutiöse und Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, für dieses minutiöse, genaue Nachzeichnen des Verhältnisses von Mayröcker und Lasnik und für den Versuch einer Kontextualisierung.
Ich eröffne die Diskussion und bitte um Fragen. Ja, dann fange ich vielleicht einfach einmal an. Bei Mayröcker und bei Lasnik sind es häufig deformierte Körper, leidende Körper, monströse Körper. Das scheint mir eine Verbindungslinie zu sein, so ähnlich, anders, aber das ist ein gemeinsamer Aspekt zu ihren Bezügen zu Francis Bacon zum Beispiel. Na, bist du diesem Gedanken einmal nachgegangen, die Art der Körper, die dort gezeigt wird? Hast du da versucht, dies zu umreißen, zu konzeptualisieren irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Es gibt sogar sehr deutliche Parallelen, wenn man sich jetzt einige Bilder von Bacon anguckt und von Lasnik, das kann man sehr leicht nachzeichnen. Zu Bacon und Mayröcker, da müsste ich mich noch informieren. Das habe ich jetzt nicht so direkt auf dem Schirm, aber das ist eine wichtige Spur, auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht auch, ich meine, dazu könnte man vielleicht auch gemeinsame intermediale Referenzen finden, ja, bei Mayröcker und bei Lasnik, ja. Ich glaube, es ist auch ein guter Anfang, da mal bei Lasnik anzufangen, wenn man diese intermedialen Aspekte sich anschaut und von da aus dann weitere Bezüge zu entwickeln. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja. Frau Daniela Stregel hätte eine Frage zu stellen. Bitte schön. Ja, ich habe das sehr faszinierend gefunden und mir ist eben ganz ähnlich eingefallen zu Francis Bacon. Da gibt es ja auch eine Stelle, wo Mayröcker so ungefähr sagt, dass sie eigentlich imaginiert zu schreiben wie Bacon, nämlich alle Tabus ledig. Das wäre ja vielleicht auch eine Verbindung zu Lasnik. Gibt es irgendwo auch so ein dezidiertes Bekenntnis, also sozusagen fast eine Art Vorbildcharakter für die eigene Kunst in Bezug auf Lasnik? Das ist eine wichtige Frage, die allerdings nicht, die kann man vielleicht auf zweierlei Weise beantworten. Zum einen, Lasnik verweigert eigentlich direkte Bezüge zu ihren, also Vorbilder, davon will sie sich distanzieren. Dabei ist sie aber nicht konsequent. Und da lassen sich auch bei ihr vor allem also, Vorbilder in der Vorgänger nennen, aber Bacon ist nicht dabei, interessanterweise. Sie hat sich natürlich mit ihm auseinandergesetzt, also sie kannte ihn natürlich, ne? Aber sie war irgendwie viel mehr fasziniert und auch angesprochen, fühlte sich durch natürlich Arnulf Rainer, mit dem sie natürlich auch irgendwie konkurrierte. Bacon ist aber nicht dabei. Das ist interessant. Und insofern müsste man dieser Spur auf jeden Fall nachgehen. Mhm. Dankeschön. Wir haben zunächst eine Frage, die gestellt wurde über die Frage- und Antwortfunktion. Dann würde ich damit vielleicht anfangen und danach würde ich dann gerne Frau Barbara Thoms um ihre Frage bitten. Das ist wieder eine Frage von Sandra Markiewicz. In der Mentalismuskritik, etwa beim späten Wittgenstein, wird bezweifelt, dass introspektive Erlebnisse bedeutungsgebend sind. Ist es nicht das Innere, das Autobiographeme semantisiert, wenn nicht eher die Kontextualisierung der Körper in mannigfaltigen Umgebungen, relativ zu grammatischen Standards? Also ich würde sagen, das ist beides. Also ich würde sagen, das ist gerade diese Spannung, die sich da manifestiert. Vor allem bei Lasnik würde ich sagen, das ist eine Spannung, weil sie war ja konfrontiert, sie war zum einen mit dieser eigenen tatsächlich Hypersensibilität konfrontiert und zum anderen war sie auch konfrontiert mit der Körpermalerei.
also mit der Darstellung von Körper in unter anderem in der Session Avantgarde. Also ich würde sagen, das ist hier, es bewegt sich in einer Spannung. Ja. Okay. Dann hätten wir erstmal die Frage von Barbara Thoms und dann von Alexandra Strohmeier. Barbara Thoms? Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag, Frau Kupczynska. Ich schließe an das, was Daniela Striegel gefragt hat, und vielleicht stelle ich jetzt gar keine Frage an Sie direkt, sondern worum es mir jetzt geht, ist, dass man ja im Grunde nochmal, wir alle sozusagen auch jetzt von unterschiedlichen Seiten darüber nachdenken könnten, wie wir das eigentlich fassen wollen. Sie haben ja jetzt, Frau Kupczynska, schön gezeigt, wie produktiv das ist, wenn man sich auf einzelne Bezüge einlässt, also zu Lasnik jetzt in diesem Fall. Und Frau Striegel hat gesagt, dass es eben diese Einlassung von Margot gibt. Sie schreibt wie Bacon. Solche Formulierungen gibt es jetzt ja nun aber häufig. Ne? Sie schreibt Proeme wie Porsche, sie schreibt wie Bacon und sie schreibt wie morgen wieder nochmal jemand anderes, wenn ich das jetzt mal ein bisschen polemisch, ich meine es aber nicht böse, sagen darf. Und das ist ja Prinzip, ne? Das ist auch ein Prinzip ihrer ja, ethischen Art und Weise, Intertextualität vielleicht auch zu betreiben. Nur für uns, was heißt es eigentlich für uns, wie wir darüber sprechen? Ne? Weil man kann ja nicht zugleich schreiben wie, also wissen Sie, was ich meine? Also da gibt es ja Spannungen im Verhältnis dieser Bezüge. Und wie soll man damit eigentlich umgehen? Also das ist tatsächlich jetzt keine Frage an Sie direkt, sondern das ist nur anlässlich Ihres Vortrages nochmal eine Überlegung, die mich auch ein bisschen umtreibt. Also wie kann man quasi methodisch damit umgehen, dass es so eine Vielfalt an Bezügen gibt, die auch vielleicht in Spannung zueinander stehen? Ja, das ist in der Tat, das hat mich auch bewegt, und ich bin auch gar nicht sicher, dass ich dieses Problem irgendwie gelöst habe. Ja, das will ich mir auch notieren als Denk. Also es ist eigentlich eher eine Anregung an uns alle, auch, ja, also an die Mayröcker Forschung auch, dass man darüber nachdenken muss, wie man das gewissermaßen auch systematisieren oder fassen kann. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr, sehr gute Anregung. Also ich ist auch gerade beim Zuhören des Vortrags ist mir ein Gedanke gekommen, die Art der Bezüge, die Art der Ansprachen. Also Frau Atjel hat darüber geschrieben, dass dieses Adressieren, diese Anrede fast teilweise etwas Beschwörendes auch hat. Ne? Dass man das vielleicht so als gemeinsamer Nenner für viele von Mayröckers Bezügen in verschiedenen Feldern vielleicht noch mehr herausarbeitet. Also ne, nicht nur für Bilder, nicht nur für die Natur, nicht nur für andere Autoren, sondern als eine Form des sich Zuwendens oder des sich Objektivierens dann auch wieder anderen Medien, bei anderen Personen. Also das ist, glaube ich, das scheint mir wirklich fruchtbar zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ich habe das ich habe nur einige von diesen Stellen gezeigt, die ich jetzt punktuell gefunden habe, wo Mayröcker sich in den Texten an Lasnik's Bilder erinnert oder mit ihr in Kontakt tritt. Aber da würde ich eigentlich gerne auch weiter nachforschen, weil da würde sich sicher auch noch einiges ergeben. Alleine, wie gesagt, in der Art und Weise, wie sie Lasnik erwähnt, sie oder die Bilder, das ist ja wieder auch noch, das sind wieder auch zwei Sachen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, weil diese Anrede ist dieses Hineingehen, aber auch dieses Gegenüberstellen. Das ist da beides drin aufgehoben. Ne? Wir haben eine Frage von Daniela Striegel, bitteschön. Ja, ich wollte mich eigentlich nur nochmal anschließen an diese Fragestellung. Also es gibt ja wirklich so eine auch eine Konkurrenz der Bezüge, Konkurrenz der Vorbilder und Bezugspersonen. Und das hat auch, denke ich, etwas damit zu tun,
mit dem sich verknallen in etwas, nicht? Das ist heute auch schon gefallen. Also das ist nun mal so mit dem Verliebtsein, das wechselt auch. Und es ist eine Begeisterung, die vielleicht abebbt und dann wiederkommt und in anderem Gewand, aber nicht immer gleich bleibt. Und ich glaube, bei dieser Frage, die ja wirklich wichtig ist, wie man damit umgeht, geht es vielleicht auch darum, das Tertium Comparationis zu finden. Also wenn zum Beispiel an Bacon die Tabulosigkeit explizit das Bewundernswerte ist, dann kann man das wohl auch auf andere übertragen, wie zum Beispiel auf Lassnig. Also auch dieses Fehlen von körperlichen Tabus bei der Darstellung oder diese Hautgeschichte, die Sie schön gezeigt haben. Also ich denke mir, es gibt dann schon so verbindende Elemente und dann gibt es natürlich auch totale Widersprüche. Aber das sind auch, glaube ich, nicht immer, also ich glaube nicht, dass immer alles gleichzeitig präsent ist als Objekt des Verliebtseins, sondern es gibt schon auch so Konjunkturen, die man eben nachzeichnen kann oder soll. Ja, ich meine, das würde ich nur damit also so kommentieren, dass Mayröcker eigentlich polyamorös war. Ja, das ist ein schöner Begriff. Ich stelle mir das schon als Titel eines Aufsatzes vor. Ja, ich darf mich entschuldigen, Frau Strohmeier. Es tut mir leid, ich hatte Ihr Händchen mal wieder verschwunden. Sie hatten ja noch eine Frage stellen. Kein Problem, ich kann es auch gerne jetzt noch bringen. Zunächst ganz, ganz herzlichen Dank für einen schönen Vortrag. Und meine Frage schließt an den vorangegangenen Kommentar von Daniela Storigl, nämlich die Frage, welche Beziehungen oder Bezüge bestehen könnten zwischen Lassnig und Francis Bacon. Und Sie meinten, dass Lassnig sich explizit also nicht damit auseinandergesetzt hat, diese Beziehung nicht explizit reflektiert hat. Und ich frage mich, inwieweit jetzt Mayröckers Texte sozusagen auch eine epistemische Quelle sind, gerade aufgrund dieser Vielfältigkeit an Bezügen, eine epistemische Quelle für Bildwissen. Und zwar, indem sie Bildwissen auf ganz heterogene Weise versammelt. Und ob diese epistemische Autorität, die sie da aufgrund dieser Vielfalt an Dialogen, also an Diskursen, die sie dialogisiert, ob sie nicht sozusagen als epistemische Autorität neben Kunstwissenschaftler treten kann oder was vielleicht sogar der Mehrwert ihrer Literatur wäre in Bezug auf dieses Kunstwissen. Das ist auf jeden Fall ein super Vorschlag und Anregung. Mhm. Ja, ich würde das einfach so an und hinnehmen. Vielen Dank. Ja, mir scheint das auch also wirklich ein sehr kluger Vorschlag zu sein. Weil gerade dieser Begriff des Wissens, wenn man den mit reinbringt, dann kommt auch gleichzeitig sowas über die Literatur, was Anthropologisches damit rein. Und das ist mal auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, die halt verschiedene Bezüge von Mayröcker so verbindet oder parallel laufen lässt. Ich weiß es nicht, vernetzt auch wieder. Vielleicht könnte man das auch weiterdenken und das auch intermedial denken. Aber ich meine, Lassnig hat sich ja auch mit Literatur sehr beschäftigt. Also war fasziniert von Proust und etc. Das kann man natürlich lange Aufzählungen machen und vielleicht auch so. Was allerdings natürlich schwieriger wäre. Da muss man schauen, sie hat nie ihre Bilder irgendwie genannt, irgendwie inspiriert von oder so. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr produktiv, diese Forschung. Ja, sind wir nachdenklich geworden, weil das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Ich glaube, da haben wir wirklich einen Punkt erreicht, auch an dieser Stelle der Tagung, wo wir jetzt verschiedene Einzelaspekte zusammengetragen haben. Und das fängt jetzt an, irgendwo sich in uns auch zu verbinden. Das sind sehr wertvolle Momente. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt noch einmal ganz, ganz herzlich Frau Kupczynska danken. Sie sehen, der Vortrag hat ja einiges ausgelöst, ist sehr anregend für uns gewesen, sehr synergetisch hat er ja auch gewirkt. Also vielen Dank dafür. Und ich würde vorschlagen, wir machen dann wieder eine 10-minütige Pause. Also wir sind sehr, sehr schön in der Zeit, außerdem noch, dass wir so angeregt diskutieren. Und wir sehen uns dann wieder um 12 Uhr, Punkt 12 Uhr mittags mit dem nächsten Vortrag. Vielen Dank. Danke.